Schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Schönen Abend Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, ich will arbeiten bis zum letzten Atemzug. Ich genieße es, wenn mein Terminkalender richtig rappelvoll ist. Sie ahnen es, von wem in dieser Runde hier dieser Satz stammen könnte. Es ist diese Frau, die erst die Metzgersgattin Else Stratmann erfunden hat und dann sich selbst. Geschnitten oder am Stück, das ist die große Frage hinter der Wursttheke. Und nicht nur da, ihr ist jetzt etwas gelungen, von dem ich sagen würde, am Stück super, aber geschnitten auch, so ein kleines Häppchen. Ein wunderbares Buch über das Leben in seiner ganzen Komik und in seiner ganzen Blödheit. Und besonders melancholisch und schön immer da, wenn sie von zu Hause erzählt. Essen, Ruhrgebiet nach dem Krieg. Meine Lieblingsstelle geht so. Meine Mutter war schwerblütig und sparsam. Mein Vater warf das Geld mit vollen Händen raus. Sie hörte gerne Opern. Er dagegen lachte über Leute, die im Stehen sterben und dabei auch noch singen. Herzlich willkommen, Elke Heidenreich. Freue mich sehr. Das ist schön. Im Stehen sterben und dabei auch noch singen. Ja, und noch einer, der wie wenig andere in der Lage ist, das Lebensgefühl einer ganzen Generation zu treffen. In seinem Fall die 90er, seine Generation, über die er sagt, wir sind irgendwie alle beziehungsunfähig und wir tindern uns von morgens bis abends durch die Gegend. Ja. Tindern, das ist ungefähr das, was Elke Heidenreich meint, wenn sie in ihrem Buch an einer Stelle über ihre zahlreichen Verflossenen schreibt. Der schöne junge Mann machte mich sehr glücklich, denn er brachte mir sehr viel über Anatomie bei. Egal, beziehungsunfähig oder nicht, es gibt keinen deutschen Comedy-Star, dem es so schnell gelungen ist, die größten Hallen zu füllen. Zwei wichtige Auszeichnungen hat er schon gekriegt. Den Comedy-Preis, was toll ist, und einen Preis von Emma als Pascha des Monats, was weniger toll ist. Wie er sich den verdient hat, das werden wir in Fragen. Herzlich willkommen, Luke Mockridge. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Luke. Guter Junge. Ja, und über Kino wollen wir heute reden, und zwar mit ihm und ihn fragen, wie das ist, wenn man plötzlich eine SMS von Tom Cruise bekommt, der wissen will, ob man Lust hätte, in seinem nächsten Film als Leiche dabei zu sein. Er ist zwar in Hamburg-Blankenese aufgewachsen, heile Welt nennt er das, mit sehr liberalen Eltern. Und wir stellen uns das jetzt alle so ein bisschen so vor wie bei Karl Lagerfeld, der kurz vorher ganz in der Nähe aufwuchs und das hier mal bei uns in der Sendung so beschrieben hat, mit Erziehung wurde ich nie belästigt. Er vermutlich auch nicht, weshalb er viel Zeit hatte, sich wegzuträumen im Autokino, meistens mit dem Papa. Und insofern war es nur konsequent, dass er denen, die großes Kino machen, sehr, sehr nahe kam. Herzlich willkommen, Steven Gätjen. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Steven. Ja, und auch bei diesem Mann. Auch bei diesem Mann muss am Anfang dieser ganz, ganz große Traum gewesen sein. Einer, den alle kleinen Jungs so ungefähr mit 5 haben. Wenn ich groß bin, werde ich Busfahrer oder Astronaut. Die meisten werden dann Busfahrer. Er aber wurde tatsächlich Astronaut und flog im Mai 1993 für 10 lange Tage um die Erde. Jetzt würde er gerne zum Mars fliegen und sagt, wer der harten Strahlung da oben erst mit Anfang 60 ausgesetzt ist, hat gute Chancen zu überleben. Ich wäre der perfekte Mars-Astronaut, denn bei mir bricht der Krebs nicht mehr aus. Aber wie würde das ablaufen, Leben auf dem Mars? Ginge das überhaupt? Und was ist mit Aliens? Gibt es die? Und vor allem, wann kommen die? Er sagt, natürlich gibt es die und sie werden kommen. Und wenn sie kommen, dann sollten wir alle ganz weit weg sein. Herzlich willkommen, Ulrich Walter. Freue mich sehr, schön, dass Sie da sind. Ja, und wo wir gerade über Aliens sprechen, was hat Donald Trump eigentlich vor? Das wollen wir diesen Mann heute fragen. Einen Politikerklärer, der weit über den Tellerrand hinausschaut. Und einer, der uns genau erklären kann, worauf es wirklich ankommt, wenn Angela Merkel zum 4. Mal Kanzlerin werden sollte. Noch nie wurde eine Kanzlerschaft mit so viel Kritik und Häme begleitet. Der die Kanzlerin aber, und auch das unterscheidet sie von der Dünnhäutigkeit eines Donald Trump, mit ungeheurer Souveränität entgegentritt. Er sagt, die Demokratie ist niemals geschenkt, sondern immer gefährdet. Und noch ist es nicht zu spät, das zu begreifen. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke. Freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Herr von Lucke.
Schönen Abend euch allen noch mal. Gleich zu Beginn. Die Demokratie ist niemals geschenkt, sondern immer gefährdet. Was heißt das? Naja, es heißt vor allem vor dem Hintergrund, Sie haben von einem Alien gesprochen. War nicht böse gemeint, ne? Nicht bevor ich verklagt werde. Donald Trump. Gar nicht persönlich gemeint. Aber insofern trifft der Begriff, als wir völlig im Unklaren sind, was passieren wird. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass in den Vereinigten Staaten einige die These wagen, dass wir es mit einem modernen Faschismus zu tun haben. Ich bin da sehr viel zurückhaltender, weil ich glaube, der Begriff des Faschismus ist ein historisch stark aufgeladener, der eine besondere Beschreibung auch europäischen Zuschnitts transportiert. Aber was da exakt vor zwei Wochen passiert ist, das ist bis heute gar nicht absehbar. Und es macht eines deutlich. Das Phänomen Trump, der Trumpismus, von dem man mittlerweile fast sprechen kann, als eine Bewegung, die ja auch in Teilen Europas längst reüssiert und weiter im Vormarsch ist. Ich will nur daran erinnern, dass in wenigen Tagen in Österreich mit Herrn Hofer ein Mann der FPÖ, einer klar sich zur Demokratie ausgesprochen zwiespältig äußernden Partei, erster Mann im Staate werden könnte. In Frankreich Le Pen in wenigen Monaten. Mhm. Das alles zeigt, dass die Frage, die vielleicht für meine Generation, ich glaube für die Generation von Herrn Modric, eigentlich immer beantwortet zu sein schien, die Demokratie wird uns nicht mehr genommen, eine ist, die sich neu stellt. Und das, glaube ich, macht den Ernst der Lage aus. Es ist nicht mehr sicher, dass die Sorglosigkeit, ich gehe vielleicht noch mehr drauf ein, dieser Generation, die vielleicht noch mehr als meine, 67 geboren ist, in dieser Demokratie wird endlos weiterleben können. Also die Vorstellung, dass mit der Demokratie das Ende der Geschichte erreicht sei, was 1989 die große These war, das scheint mir heute nicht mehr ausgemacht. Und auch das Ende der Kriege und alles das, was wir so als selbstverständlich hinnehmen. So, und Sie haben jetzt gerade mal ganz kurz nur, Sie können das so wunderbar, das große Ganze wirklich umrissen. Und mitten rein, in all das, was da passiert, in Europa, in den USA und so weiter, erklärt Angela Merkel jetzt, ich trete 2017 noch einmal an. Wie haben Sie diese Erklärung, dieses Bekenntnis zu dieser Kandidatur, wie haben Sie das wahrgenommen? Bemerkenswert. Sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn man es sich im O-Ton anhört und auch die Ernsthaftigkeit, die sie an den Tag legte, auch die Ernsthaftigkeit vor dem Hintergrund der Frage, und das war bemerkenswert, als es sie auch persönlich noch mal in den Mittelpunkt stellte, aber nicht an erster Stelle, sondern klar die These aufwerfend, sie habe sich lange gefragt, was kann sie dem Land, was kann sie der Partei, was kann sie aber auch sich vielleicht einbringend geben? Diese Grundfrage wurde sehr, sehr ernsthaft formuliert. Deswegen kamen mir viele der Resonanzen, die danach auch kamen, sehr, sehr beckmesserisch vor. Also sofort die Frage, da sind zu wenig Inhalte gekommen. Die Inhalte wird die Kanzlerin in zwei Wochen, wenn der Parteitag gewesen ist, nachliefern. Nein, es war aber sehr grundsätzlich die Prüfung, die Wägung. Bin ich noch in der Lage, das Versprechen, was ich vor 10, 11 Jahren gegeben habe, ich will Deutschland dienen, bin ich es noch in der Lage einzuholen? Da kann man jetzt sagen, Angela Merkel ist durchaus in der Lage, ihre Wirkung sehr zu abzuschätzen. Sie weiß, und das wusste sie von Anfang an, gegen die Spaß- und Ego-Politiker vom Schlage Schröder, aber auch gegen die neuen Narzissten, die wir da im Blick haben, die Egomanen vom Schlage Erdogan, Putin, aber jetzt auch Trump, ist natürlich das eine völlig konträre Ansage gewesen, nämlich eine skrupulöse, selbstkritische Befragung. Bin ich noch in der Lage, das zu leisten, was ich mir zur Aufgabe mache, dieses Land wieder zusammenzuführen? Klang, also für mich klang das, ich weiß nicht, wie es die anderen hier in der Runde wahrgenommen haben, Frau Heidenreich, nachdenklich klang das. Das klang eher, also auch geplagt von Selbstzweifeln. Absolut, da selbstkritisch. War jemand, nicht nur selbstkritisch, sondern auch zweifelnd. Ja, aber guckt euch sie mal an, was sie macht mit ihr gemacht hat auch in all den Jahren. Ich meine das jetzt gerade als Frau überhaupt nicht negativ. Sie war das Mädchen, sie war Kohls Mädchen. Und gerade zeigen Zeitungen wieder Bilder, wie sie damals ausgesehen hat. Und jetzt nach so vielen Jahren Macht, nach so vielen Jahren dieses Lebens, wie sie alt geworden ist, auf eine gute Weise alt geworden. Natürlich ist sie kein Mädchen mehr. Aber ich bin ein Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet. Solche Leute sind sozialisiert als SPD-Wähler. Das war bei mir immer klar. Ich habe nie CDU gewählt. Und dann kam Angela Merkel jetzt. Und ich habe einen unglaublichen Respekt vor ihr. Ich finde, sie ist menschlich, sie ist nicht korrupt, sie ist ernsthaft, sie ist ehrlich. Ich finde sie aufrichtig. Sie ist uneitel. Sie ist vollkommen uneitel. Mhm. Und wie sie zum Beispiel als Einzige, alle haben Trump immer geschmäht. Wir alle haben unsere Witze gemacht. Totes Eichhörnchen auf dem Kopf. Und was nicht alles. Hm. Sie hat ganz ernst gesagt, wir haben folgende Werte und hat die aufgezählt. Und auf Grundlage dieser Werte biete ich meine gute Zusammenarbeit an. Mhm. Aber auf Grundlage dieser Werte. Wie gescheit ist das? Das war clever, ja. Das war clever. Ja. Ich finde sie ganz großartig. Und ich bin froh, dass wir eine so besonnene Frau an der Spitze dieses Landes, was weltweit so beachtet wird, haben. Und ich weiß keine Alternative. Auch zum vierten Mal? Ich weiß auch keine zum vierten Mal? Ja. Meine,
je länger jemand sowas macht, desto mehr missbraucht einen auch die Macht. Genau, vielleicht. Macht ja was macht, mit dir. Macht was mit einem. Aber sagt mir doch mal eine Alternative. Wer soll es denn sein? Ich hätte eine, in die Runde zu werfen. Jens Spahn zum Beispiel. Jens Spahn. Jens Spahn. Staatssekretär im Finanzministerium. Ja. Das ist aber jetzt nicht Ihr Ernst. Doch, das meine ich ganz ernst. Warum könnte man sowas nicht mal versuchen? Jetzt mal ernster. Meine Frage ist, ob Sie allen Ernstes finden, dass eine große Volkspartei wie die CDU nicht in der Lage ist, noch mal jemand anderen aufzubieten. Selbst die Kanzlerin sagt, natürlich bin ich nicht alternativlos. Wer könnte das sein? Das sagt sie ja aus völligem Recht und auch mit dem Wissen darum, dass in einer Demokratie nie etwas Alternativlosen sein kann. Das ist das Grundprinzip. Die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Menschen. Durchaus. Das ist wahr. Sie hat sich damit auch ein Stück weit ersetzbar gemacht. Übrigens will ich immer dazu sagen, sie weiß um ihre Wirkung. Sie weiß natürlich auch, das ist durchaus bedacht. Sie weiß auch diese Ansage, die sie relativiert. Sie hat übrigens auch zu dem allergrößten Wort, was im Raum war, nämlich dem Wort der New York Times. Sie ist die letzte Vertreterin des freien liberalen Westens nach dem Abgang von Obama. Hat sie ganz klar zurückhaltend geäußert und sich gerade gesagt, das kann keine Person sein. Sie hat gesagt, das ist absurd, ist etwas Absurdes, Groteskes zu glauben, eine auch deutsche Bundeskanzlerin wäre in der Lage, gewissermaßen das Leuchtfeuer des Westens aber zu Aber das, Herr von Lucke, ist doch auch eigentlich sehr clever. Ich meine, lernend auch aus der Erfahrung von Obama. Als der vor 8 Jahren kam, hatte man das Gefühl, Jesus Christus steigt wieder herab auf die Erde. Und dann stellst du fest, ach nee, ist doch ein ganz normaler amerikanischer Staatsbürger, der jetzt einfach Präsident ist. Also Merkels, Jesus war es nicht. Merkels großes Erfolgsrezept. Und du kannst nur scheitern, wenn du mit einer solchen Erwartung aufgeladen bist. Sie sagen es. Ihr großes Erfolgsrezept war immer das Erwartungsmanagement. Sie hat es immer geschafft, den Ball einigermaßen flach zu halten. Und sie hat ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn sie einmal richtig in die Vorhand gegangen ist, also gerade in der Fluchtkrise sehr deutlich Farbe bekannt hat, es zumeist zum Nachteil gereicht hat. Das heißt also, sie ist immer vielen Parteitag in Leipzig. Ich erinnere daran die große Attacke damals gegen Joschka Fischer. Mhm. Es ist gar nicht so lange her, wann die Zeit rast, aber es ist 2000 gewesen, als die große Debatte um Joschka Fischers Attacken auf einen Polizisten in Frankfurt im Raum war. Und Merkel führte die Kampagne gewissermaßen an, die da lautete, dieser Polizistenschläger muss weg. Und es ging auch aus dem liberalen, medialen Raum ein Raunen. Und es war eine pure Ablehnung, gerade auch ob ihres Wortes, als sie sagte, ich erinnere mich noch genau, sie sagte dann expresses Verbes, diese Bundesrepublik ist von Anfang an ein zutiefst demokratischer Staat gewesen. Da haben natürlich alle 68er aufgeschrien und gesagt, wir haben diesen Staat erst überhaupt akzeptabel gemacht. Frau Heidenreich wird dabei gewesen sein. Genau. So, ich will damit sagen, sie ist ein gebranntes Kind. Sie weiß ganz genau, dass die Regulierung der Erwartung eigentlich ihr Erfolgsrezept war. Nur, und jetzt ist es so ironisch, und das macht ihre gegenwärtige Stärke und wahrscheinlich auch, weil Sie fragten, Jens Spahn, ihre faktische Alternativlosigkeit aus. Die Koinzidenz der Ereignisse wollte es, dieses Datum, an dem sie ihre Kanzlerschaft und ihre Ambitionen zum Ausdruck bringen musste, war gesetzt durch einen ganz schlichten formalen Vorgang, nämlich den Parteitag in 2 Wochen. Mhm. Sie musste es anmelden. Es kam aber das welthistorische Ereignis hinzu, dass just wenige Tage davor Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Und so ist plötzlich der ganze kleinkarierte Streit, zum Teil auch zwischen CDU und CSU, auf eine völlig andere Ebene, nämlich globaler Art gehoben worden. Wer steht eigentlich dieser neuen Figur Donald Trump entgegen? Ja, genau. Wer ist eigentlich die Verkörperung noch einer freien, liberalen, westlichen Welt? Und das ist ein Momentum, das kommt manchmal zustande, wo sie einfach die Fortuna, mit dem klassischen Begriff, die Fortuna, das Glück der Geschichte hatte. Ja. Früher hätte man vom Mantel der Geschichte gesprochen, den sie packen konnte und sich hinstellen konnte. Und plötzlich klar war, es geht um wesentlich mehr. Sie meinen, so wie Helmut Kohl begriffen hat, dass die Wiedervereinigung sein Momentum war? Dieses Wort, man muss sich auch das bewusst machen, es ist ein viel älteres Wort. Es kommt von Bismarck. Bismarck, der viel mehr wusste um die Geschichte und er hat das in einem Zusammenhang gebracht, der sagte, die Geschichte fährt nicht wie eine Eisenbahn, immer im gleichförmigen Maße. Nein, sie ist eruptiv. Es gibt kriegerische Umbrüche und dann kommt es darauf an, nicht glauben zu wollen, dass man in der Lage ist, die Geschichte zu machen. Man muss versuchen, den Mantel der Geschichte zu packen und sich an ihm regelrecht festhalten, den Weg der Geschichte mitbestreiten zu können. Das war ein richtig demütiges Momentum. Und ein Stück weit glaube ich, dass Merkel auch diese Ahnung, ob ihre Geschichte der letzten 10 Jahre hat, sie weiß, was sie in den letzten 10 Jahren erlebt hat, von einer Krise zur nächsten, dass die Geschichte nicht von einem Menschen gemacht wird, sondern dass man in der Lage sein muss, sie irgendwie so zu bewegen, dass sie
dass sie in Grenzen bleibt. Aber ich finde nicht, dass sie darauf aus ist, den Mantel der Geschichte jetzt zu packen. Sie will ja nicht unbedingt an der Macht bleiben, sondern sie sieht, dass sie eine Verantwortung hat für eine Kontinuität in der Politik jetzt. Mhm. Jetzt muss es mal auf sicheren Füßen weitergehen. Jetzt kann nicht irgendein Krawallmacher kommen und hier auch noch... Aber trotzdem noch mal nachgefragt. Ich meine, sie hat es ja auch da an dem Punkt, finde ich, sehr, sehr clever formuliert. Es wird ja auch teilweise vorgeworfen, dass man sagt, naja, das ist ja völlig frei von Visionen, wenn man sagt, ich passe meine Politik der Wirklichkeit an. Das finde ich das einzig Richtige. Wahrscheinlich ist es das einzig Richtige, kann man wahrscheinlich auch lange drüber streiten. Aber die große Frage ist trotzdem, machen wir da möglicherweise den Fehler, der den Amerikanern auch schon unterlaufen ist? Und zwar mit der Kandidatur von Hillary Clinton zum Beispiel. Sie haben in einem ganz bemerkenswerten Aufsatz das mal so runtergebrochen und beschreiben das, was das bedeutet hat. Sie sagen, dass das war schon der historische Fehler. Denn diese Frau war von Anfang an, und das wusste man auch, die war dieses Establishment. Die war die Frau, gegen die diese ganze Bewegung, die gerade weltweit in der ganzen westlichen Welt hochkommt, gegen die diese Bewegung gerichtet ist. Und insofern war das von Anfang an nicht nur ein historischer Fehler, sondern zum Scheitern verurteilt. Gibt es da eine Analogie? Das glaube ich gerade nicht. Und das macht es so spannend. Merkel, ich will das gerne erklären. Man glaubt es sofort. Es wird auch sofort jetzt in den Medien natürlich gefragt, ist das gleichermaßen das Phänomen Hillary? Ist Merkel jetzt nicht so? Jetzt ist das Interessante Folgendes. Im Falle von Hillary Clinton, und übrigens hat Angela Merkel auch sehr bewusst bei ihrer Erklärung vor der Presse darauf abgestellt. Sie hat gesagt, wir können die amerikanischen und deutschen Verhältnisse in keinster Weise gleichsetzen. Da hat sie meines Erachtens völlig recht. Hillary Clinton ist in zweierlei Hinsicht die absolute Verkörperung eines Establishments gewesen. In einer Hinsicht, als sie als Frau ihres Mannes bereits Teil des Oval Office gewesen ist. Anschließend, das machte es so prekär, über die, ich nenne es Privatisierung der Macht, nämlich die Auslobung von ungeheurer Millionengagen, ein Vermögen aufgebaut hat, exorbitanter Art. Anschließend, unterstützt von weiten Teilen der Wall Street, sie war ja ein Teil dieses Establishments, der Vermengung von wirtschaftlicher und politischer Macht, in das Amt kommen sollte. Denn das muss man Donald Trump zugutehalten. Er hat wesentlich weniger Geld von der Wall Street bekommen. Er war weniger der Mann. Er war in eigener Weise ein Mann des Establishments. Aber Ein Mann, der Milliardär ist, dem kann man nicht vorwerfen, dass er nicht Teil des Establishments ist. Nein, das behaupte ich nicht. Das war aber seine Raffinesse. Ja, das war seine große Raffinesse, dass er wusste, Hillary Clinton steht in besonderer Weise für die Verzwickung von Macht und Kapital. Deswegen hat ja Bernie Sanders davor ungeheure Erfolge gehabt. Und ich glaube, dass Bernie Sanders, wenn er denn nur Vize von ihr gewesen wäre, verhindert hätte, dass sie verliert, zum einen, und möglicherweise selber gegen Trump gewonnen hätte. Mhm. Damit will ich sagen, diese Machtkonzentration im Phänomen Hillary Clinton, auch ihre Nähe zum Kapital, ihr Wissen darum, dass das keine grundsätzlichen Veränderungen geben würde, waren für Trump ein gefundenes Fressen, neben einem zweiten Phänomen. Clinton stand in gewisser Weise auch für die kulturelle Dominanz einer intellektuellen Linken, die sich absentiert hatte von den einfachen Männern, dem, so wurde ja gesagt, mit einer völligen Naivität, dem White Trash. Das ist ein Begriff gewesen, mit dem man in elitären, universitären Klassen... Übersetzt wirklich ganz brutal, also der weiße Abfall. Der weiße Abfall. Also ein Begriff, der völlig im Jargon war. Oder sogar, netterweise, das klang ein bisschen amüsierlicher, das waren die Flyover States. Ja, okay. Flyover States, also die Straßen, die Länder, über die man hinwegflog. Das heißt, Trump hat genau begriffen, diese weiße, nicht Minderheit, aber diese weiße abgehängte Schicht, die ist genau meine Klientel. Aber da geht es doch, Herr von Lucke, wenn wir da mal reingehen, da geht es doch um eine Frage der Identität. Ja. Da geht es doch, ich meine, der Erfolg eines Menschen wie Donald Trump hat doch ganz maßgeblich damit zu tun, dass man mit der Angst der Menschen vor dem Verlust von Identität spielt. Ja. Also wir sind plötzlich nicht mehr die Mehrheit, wir, diese weißen Männer, von denen Sie gerade sprechen, sondern wir werden sozusagen zur Minderheit im eigenen Land. Wer sind denn die Menschen, die dann in Dresden bei der Einheitsfeier Volksverräterin rufen? Und zwar in Sicht und in Hörweite und direkt vor den Augen der Polizei und der Staatsmacht. Sie haben völlig recht. Da ist ein ähnliches Phänomen. Da passiert doch auch was da draußen. Es ist etwas Ähnliches. Es findet eine Attacke gegen das System statt. Ja. Für dieses System, unter dem Slogan Merkel muss weg, steht Merkel als die Inkarnation. Es gibt aber zwei ganz ironische Brüche und Unterschiede. Zum einen ist es so, Angela Merkel ist gerade nicht, und Frau Heidenreich sagte es, sie ist nicht die Inkorporation der Verzwickung von Macht und Politik. Im Gegenteil, sie ist bisher, und das macht ihre ganz große Stärke aus, sie ist in einer Weise authentisch geblieben als die bescheidene Frau aus der Uckermark, die am liebsten, wenn sie privat ist, so liest man jedenfalls, ihr Mann die Kartoffelsuppe kocht. Das ist der große Unterschied. Das Gute ist, dass
man ihr das glaubt. Ne? Das ist nicht nur ein Narrativ, sondern man weiß, dass das stimmt. Das ist ein ungeheures Kapital. Ja. Und das Zweite, was vielleicht noch viel ironischer ist, Angela Merkel ist mittlerweile über die Tatsache, dass sie die CDU regelrecht fundamental liberalisiert hat, dass sie die CDU zu einem völlig anderen Verein, sage ich, einer anderen Partei gemacht hat. Mhm. Und übrigens auch durch die Fluchtpolitik natürlich hohe Grade an Sympathien in der liberalen Öffentlichkeit gewonnen hat. Dadurch steht sie nicht mehr für eine bloß konservative Landschaft. Sie steht letztlich mittlerweile für genau das, was die AfD im Kern attackiert, nämlich, wie es Herr Meuthen sagt, die versiffte 68er-Republik. Angela Merkel ist gewissermaßen Chef der AfD in Baden-Württemberg. Das heißt, Angela Merkel hat sich von ihrer konservativen Herkunft, auch in der Verteidigung, deswegen wird Frau Heidenreich sie vielleicht ja sogar wählen, sie hat sich davon absentiert und ist mittlerweile weit über die Schichten der konservativen CDU wählbar geworden. So, und damit ist, will ich sagen, ich möchte es noch zuspitzen, sie ist letztlich, denn übrigens müssen wir uns eines bewusst machen, die AfD sind maximal 20%. Damit ist sie letztlich nach wie vor die Verkörperung einer großen Mehrheit im Lande, die für eine offene, liberale Gesellschaft steht. Und das macht sie gegenwärtig Frau Merkel, so stark. Frau Merkel, nicht natürlich, die AfD, Entschuldigung, ja. die Frau Merkel, mhm. die Kanzlerin. Sie steht damit für eine Mehrheitsgesellschaft, die letztlich nach wie vor eine offene, liberale Gesellschaft will. Und versiffte 68er weise ich mal zurück, weil wir sind vielleicht jetzt, die alten 68er, ein bisschen in irgendwelchen Niederungen angekommen. Aber was haben wir nicht alles verändert und bewegt? Amnesty International, Greenpeace, die Grünen. Also durch die 68er ist viel ausgegangen, was gut ist. Das will ich ja gar nicht. Das war Herr Meuthen, das war ja nicht mein Wort. Herr Meuthen. Mein Wort, das war das Wort von Jörg Meuthen, ja, dem Vizechef der AfD, aber der damit genau auch mal, nein, ich will doch nur sagen, ich habe ein Buch über das Thema geschrieben. Ich halte das für wichtig, dass die Liberalisierung der 68er eine große Liberalisierung geschafft hat. Das ist gar keine Frage, aber dass es derartig jetzt in Persona von Frau Merkel attackiert wird, das wir ist ein Phänomen. Alle können die jetzt und das ist bemerkenswert und das ist eine Leistung, die die Kanzlerin geschafft hat. Das ist verrückt, wir sind hier kurz vor der Seligsprechung, merken Sie das eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. Aber jetzt mal ernst, was ist denn da? Warte mal. Gib mir jetzt hier alles. Ja. Also, um da gleich einzuhaken, davon bin ich ganz weit entfernt. Das sei noch mal gesagt. Weil ich in zentralen Politikfeldern gar nicht der Meinung bin, dass Angela Merkel es immer richtig gemacht hat. Und das ist die zweite Ironie. Die Tatsache, dass Angela Merkel meines Erachtens eine völlig falsche Europapolitik gemacht hat, die auch den Kontinent ob ihrer Austeritätspolitik gespalten hat. Mhm. Sie hat versucht, den Süden, also Griechenland, Italien, weiter in die Krise zu sparen mit einer Lösung, die ihr von allen Ökonomen, die die Frage wirklich ernsthaft beantworten, kann man immer weiter sparen. Griechenland war mal ein 50-Milliarden-Problem. Und wenn man einfach einen harten Schuldenschnitt gemacht hätte, dann hätte man das Problem wären die Griechen heute wahrscheinlich in einer deutlich besseren Situation. Heute ist das ein 350-Milliarden-Problem. Und wir wissen nicht, wie wir es lösen können. Und man muss unterstellen, dass Helmut Kohl hätte das wahrscheinlich mit seinem Bimbis sehr schnell erledigt, auf andere Weise. Das heißt, diese Art und Weise der Politik hat Verheerendes bewirkt. Die Ironie besteht nur darin, dass gerade das Merkel heute stark macht, weil sie dadurch in eine Rolle der starken, allein starken Figur in Europa geraten ist und dadurch natürlich umso mehr die Flamme der Freiheit gegen Trump verkörpert. Das macht Herr von Lucke, können wir uns darauf einigen, dass wir sagen, also Sie sagen, es ist historisch geradezu notwendig, so hat sich jetzt das große Schachspiel in der Geschichte so ergeben. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in die gute alte Zeit, ich schaue jetzt Herrn Ulrich auch, Herrn Walter auch an, Entschuldigung, Ulrich Walter und auch Frau Heidenreich, wie war das in den 50er Jahren damals in Essen? Alles war früher besser. So sollte das jetzt nicht klingen. War es wirklich alles besser oder war es einfach nur früher? Natürlich nicht, aber ich sehe, wie komplex das heute alles ist. Ja. Ich war ja ein Kind damals, habe ich sowieso nicht begriffen. Ich weiß nur, dass das ja die Zeit, in der ich aufwuchs, ich bin noch im Krieg geboren, das war die Zeit des Wiederaufbaus. Und da mussten alle anpacken und da hat sich keiner überlegt, geht's mir gut, geht's mir schlecht, will ich jammern. Mhm. Erstmal wieder aufbauen, erstmal wieder elektrisches Licht kriegen, warmes Wasser, das Bad nicht eine Treppe tiefer, das Klo nicht eine Treppe tiefer, vielleicht dann das erste Auto, vielleicht dann mal nach Italien fahren. Das ging so in kleinen Schritten. Und heute, die Leute arbeiten ja nur, um überhaupt eine Wohnung bezahlen zu können. Das ist doch schon grotesk. Das ist das Wichtigste im Leben, eine Wohnung. Die Situation in eurer Zeit, das war doch eine ganz andere Herausforderung, wenn wir uns auch für unsere ehrlich Eltern, machen. Für mich ja nicht. Sie beschreiben das auch. Trostloses Zuhause. 5 Personen, die sich hassen. 2 Zimmer mit Küche, kein Bad, Klo, eine Etage tiefer. Also schön ist anders.
Schön ist anders, aber wir kannten es nicht anders. Und wenn man, ich habe neulich jemanden getroffen, der Benedikt Wells, der das wunderbare Buch vom Ende der Einsamkeit geschrieben hat. Ein junger Mann, Anfang 30, der ein ganz großartiger Schriftsteller ist. Der hat mir erzählt, er war sein ganzes Leben, seit er 6 Jahre alt ist, im Internat. Weil in der Familie war einer krank und der andere hatte keine Zeit, er war im Internat. Und wenn man dann fragt, mitleidig, war das nicht schrecklich? Sagt er, ich kann das ja gar nicht anders. Für mich war das mein Leben. Und für mich war das, diese Armut und diese Enge auch mein Leben. Heute, mit Abstand, sehe ich, was es mit mir gemacht hat. An Gutem, an Kampfgeist und auch an Schlechtem. Was hat es denn mit Ihnen gemacht? Naja, es hat mich stark gemacht, in Krisen zu bestehen und mit wenig auszukommen und nicht zu jammern. Ich jammere nie, egal was passiert. Aber es hat mich natürlich auch aggressiv gemacht, weil ich kämpfen musste. Mhm. Ich musste sehen, dass ich den Kopf über Wasser behielt. Die Eltern waren hart geworden. Mhm. Die Mütter waren im Krieg schier versteinert. Die Väter kamen zurück aus Stalingrad und haben gemerkt, es war alles scheiße, wofür wir gekämpft haben. Hat Ihr Vater mal erzählt, was er dort erlebt hat? Nie haben die erzählt. Nie. Und darum haben ja die 68er auch diese Fehler gemacht. Statt unsere Väter zu fragen, was habt ihr in Russland und in Polen gemacht, haben wir gesagt, was machen die Amis in Vietnam. Wir wollten mal irgendwie uns politisch betätigen. Aber zu Hause ging das gar nicht. Mhm. Die Versöhnung meiner Generation mit den Eltern kam erst ganz, ganz spät. Praktisch erst am Sterbebett. Das hat lange Jahre gedauert. Und, auch Ihre? Auch meine, ja. Mein Vater leider nicht, der ist sehr früh gestorben. Aber mit meiner Mutter habe ich mich am Ende ausgesöhnt. Sie hat dann endlich auch ein bisschen was erzählt. Die haben nichts erzählt. Die haben gemerkt, wie granatenmäßig sie sich geirrt und ganz Europa in Schutt und Asche gelegt haben. Und dann wurden Kinder durch die Wiederaufbaujahre gezerrt als störendes Anhängsel. Mhm. Es gab dann halt irgendwie ein Kind, das hat nun gerade noch gefehlt. Mhm. Also das war keine liebevolle Zeit. Aber mich hat das nicht, wer weiß wie, niedergedrückt. Ich kannte es nicht anders, es war mein Leben. Und heute denke ich, ich habe dem auch viel zu verdanken. Sie schildern das auch, deswegen mag ich dieses Buch so gerne. Das ist irgendwie melancholisch. Das Buch heißt aber alles kein Zufall und das hat damit zu tun. Alles, wie man heute ist, ist kein Zufall. Mhm. Wie man in die Welt guckt, kannst so aus deiner die Welt Haut zurück. Nicht heraus. Ja, die Welt guckt so zurück, wie ich reingucke. Und ja, so ist das. Sie beschreiben das. Die Welt, in die Sie sich geflüchtet haben, das war die Welt der Bücher. Sie haben ganz viel gelesen. Sie waren ein Schlüsselkind. Das einsame Kind und das ewig kranke Kind. Immer erkältet, immer husten, immer Lungenentzündung. Da liegt man im Bett und liest. Und die Bücher waren rettend. Mhm. Und das möchte ich immer so gerne vermitteln. Darum bin ich so missionarisch. Ja, Sie beschreiben das so positiv, weil Sie es geschafft haben, daraus was Konstruktives für Ihr Leben zu machen. Aber offenbar haben das ja andere anders gesehen. Die haben Sie mit 15 Jahren rausgenommen aus dieser Familie. Da muss ja... müssen ja die Verhältnisse so sein, dass ein Amt irgendwann mal sagt, das geht so nicht mehr. Die Verhältnisse waren schlecht dann. Als ich in die Pubertät kam, heute sehe ich das auch gelassen, aber ihr alle, die ihr Kinder habt oder Kinder wart, noch vor nicht allzu langer Zeit, du hast 5 Brüder, du weißt, was Pubertät ist, ne? Da tobt es bei euch zu Hause. Da kam meine Mutter mit mir nicht mehr klar. Ich wurde dann aufmüpfig, ich war nicht mehr das pflegeleichte Kind. Wisst ihr, ein Kind, was viel liest, ist ein liebes Kind. Sitzt immer in der Ecke und liest, ist ja artig. Aber es liest sich weg aus der Welt, in der es lebt. Und eines Tages passt es in diese Welt nicht mehr rein und gibt Widerworte. Und lässt sich nicht mehr einfach ohrfeigen und ohrfeigt zurück. Und das war dann so ein Punkt, wo es heikel wurde. Und ich hatte einen klugen Pfarrer, der mich konfirmiert hat. Und der hat dann gesagt, die muss da raus. Die nehme ich mit. Und der wurde versetzt in eine andere Stadt, nach Bonn. Und der hat mich dann mitgenommen. Nicht nur mich, wir waren dann da zu 5. Und das war dann ein ganz anderes Leben. Und dadurch war der Kontakt zu meinen Eltern praktisch über viele Jahre abgerissen. Ich kenne eine ganz ähnliche Geschichte im erweiterten Familienumfeld. Ein Großonkel von mir, der dann genauso aus seiner Familie, die waren viel zu viele Kinder und die konnten den auf diesem Bauernhof einfach nicht mehr durchbringen. Und der kam auf einen anderen Hof und konnte sozusagen... Blühte er auf? Nein. Der konnte von diesem Hof da oben runtergucken auf den Hof, auf dem er vorher zu Hause war. Das ist bitter. Und hat den nie wieder gesehen. Der wurde später ein sehr erfolgreicher Professor, das war ein sehr kluger Mann, aber der hat seinen Eltern und auch allen, die mit diesem Hof zu tun hatten, das, glaube ich, nie wirklich verziehen. Mhm. Haben Sie es verziehen? Ja, natürlich, weil für mich war das die Rettung. Ich kam in ein Haus voller Bücher, ein intellektuelles Haus. Er war Pfarrer, einer der guten Pfarrer, so in der Folge von Gollwitzer und Bonhoeffer und so. Es wurde viel diskutiert. Es war das klassische evangelische Pfarrhaus. Sie lasen den Vorwärts traditionell und es wurde über alles diskutiert, intellektuell 1A, gastfreundlich 1A, aber nie Wärme und Herzlichkeit. Dass einmal jemand in den Arm nahm, ich musste die siezen, das war für mich sehr schwer alles. Das hat nicht stattgefunden, darum habe ich so früh mit 22 schon geheiratet, weil ich einfach mal zu Hause haben wollte. Ja, verstehe ich. War natürlich falsch, war viel zu jung, viel zu dumm. Aber die haben trotzdem, waren das sehr, sehr gute Leute. Ja. Ich habe Klavierstunden gekriegt, ich habe das Abitur mit 1A machen können, was ich in Essen nie konnte. Meine Mutter sagte immer, wenn du noch
hast du Noten, als wärst du Friseuse. Und ich dachte immer, ja, ich will Friseuse werden, kann ich mich endlich schön kämpfen. Und ich bin so froh, dass ich nicht Friseuse geworden bin, sondern ein Leben mit Büchern führen durfte. Und das war alles in diesem Pfarrhaus. Ich habe diskutieren gelernt. Ich habe dann später übrigens auch, das Einzige, was ich je fertig gemacht habe, ist Religionswissenschaft, nicht Theologie. Okay. Aber ich habe bei Gollwitzer Religionswissenschaft. Glauben Sie? Ich möchte gerne. Ich krieg's nicht mehr richtig hin. Aber ich merke, dass ich in wichtigen Momenten meines Lebens Danke und Bitte sage. Das muss ja irgendwo hingehen. Das Glauben fällt mir schwer. Mhm. Ich möchte gerne, aber ich... Ja, ich find auch immer, Leute, die so ganz einfach glauben können, dass danach auch noch was kommt. Ich habe ein besseres Leben. Ich habe eine Geschichte in meinem Buch, die heißt Hoffnung. Da erzähle ich, das sind so ganz kleine Geschichten, genau. Das sind alle nur eine halbe Seite. Manche eine halbe Seite, manchmal nur eine Viertelseite. Ganz klein. Und es ist wunderbar. Und dieses Buch auf dem Nachttisch macht dich fertig, weil morgens um 5 liest du immer noch. Aber diese Geschichte will ich erzählen, die hat mit dem Thema zu tun, jetzt nicht, weil es ums Buch geht. Die heißt Hoffnung. Da hatte ich so einen Tag, und das kennt ihr wahrscheinlich alle, wo alles schief geht, wo man wirklich nicht mehr weiter weiß. Es sind nicht die großen Katastrophen, an denen man verzweifelt. Das sind die Kleinigkeiten im Alltag, wenn nichts mehr funktioniert. Und dann bin ich an Rhein runtergegangen, weil auf Wasser blicken beruhigt ja immer ein bisschen. Und habe gedacht, das kennen wir noch aus der Schulzeit, irgendein Zeichen. Also wenn ich jetzt nicht auf Steine trete, habe ich eine 3. Und ich habe in dem Moment gedacht, bitte gib irgendein Zeichen, dass ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. An wen ich das gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ich kam an Rhein runter und davor ein Schiff, und das hieß Esperanza. Hoffnung. Mhm. Und dann habe ich raufgeguckt und gesagt, danke. Läuft. Läuft erstmal wieder. Ja. Also ich glaube nicht, dass der Mann im weißen Mantel mit dem weißen Bart da oben sitzt. Aber ich glaube, dass irgendetwas uns hält und trägt und uns Hoffnung gibt. Wenn wir das nicht glauben, müssten wir ja ganz verzweifeln. Aber ich kann es nicht benennen. Sie haben zum Beispiel, also Sie glauben, das ist schon interessant, Frau Heidenreich ist irgendwie ein bisschen ketzerisch unterwegs. Sie glauben nicht wirklich an den lieben Gott. Und Sie haben auch nie an den Mann fürs Leben geglaubt, sagen Sie. Ach, dann den glaubt man immer, wenn man ihn trifft. Aber dann weiß man... Nach einer halben Stunde weiß man Bescheid. Man hofft. Natürlich hofft man. Da sitzt zum Beispiel einer. Wenn man liebt, liebt man doch unbedingt und ganz und gar mit jeder Faser. Es gibt ein wunderbares Gedicht von der Wisława Szymborska. Das ist diese kleine Polin, die 1996 völlig unerwartet den Literaturnobelpreis für ihre Gedichte kriegte. Und die hat ein Gedicht geschrieben, in dem heißt es: Glückliche Liebe, was sollen wir damit? Die Glücklichen sehen ja nur sich selbst. Die sind ja nur mit sich beschäftigt. Die sehen die Welt ja gar nicht. Ja. Wir brauchen die Unglücklichen, die Durchlässigen, die Sensiblen. Das ist doch schön, oder? Wenn man nicht mehr glücklich ist. Ist schön, ist für die anderen, oder? Weil als Künstler kommt dann was aus dir raus. Das ist der Steinbruch sozusagen, aus dem man dann immer schöpfen kann. Kreativität kommt immer aus den dunklen Ecken. Ja, aber für einen selber ist es doch fürchterlich. Ja, klar, aber das gehört dazu. Du leidest dein ganzes Leben, um ein paar schöne Bücher zu schreiben. Dein ganzes Leben ja noch nicht. Das ganze Leben leidet man ja nicht. Aber aus den dunklen Ecken kommt die Kreativität, ganz klar. Wenn man glücklich ist, ist schwierig. Ist das, was Sie vorhin auch so schön beschrieben haben und erzählt haben, das der Grund, warum Sie sich dann immer so hemmungslos im Grunde in jeden jungen Mann, der vorbeikam, verliebt haben? Nein, das war ja, als ich Teenager war, das war ja nun nicht mein ganzes Leben so. Aber so mit 14, 15, 16, wenn ich heute Bilder sehe, ich war auch ein Schuss damals. Na ja, immer noch sind Sie, hallo. Aber ich habe das damals nicht gewusst. Ich habe so dünne Haare, ich war spindeldürr. Hallo? Ich habe mich immer hässlich gefunden. Nastassja Kinski lässt grüßen. Schau dir mal dieses Bild an. Ach, wo habt ihr das denn her? Schönes Aber da bin ich schon über 30. Das ist schon im Südwestfunk, da bin ich Sieht über 30. Sieht man nicht, ich habe gedacht 18, 19, Ach, sowas. Ach du lieber Gott, da habe ich die langen Haare, wie schrecklich. Nein, ich habe... Nicht schrecklich. Ich war als junges Mädchen, ich war auf der Suche nach Liebe, könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Ich war mit 15 in diesem Pfarrhaus und keiner nahm mich meinen Arm oder nahm mal meine Hand. Und ich habe immer Jungs gesucht, die im Kino mal so machten. Das fand ich immer schön. Und habe mich sehr viel verliebt, aber es war doch alles so harmlos damals. Ja, ja. Wir sind doch nie mit jemandem ins Bett gegangen, das gab es doch gar nicht. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Harmlos. Wir haben uns Liebesbriefe geschrieben. Ja. Aber ich habe die Liebesbriefe alle noch mit Schleifchen drumherum. Nein, ich spreche das deswegen an, es gibt diese wunderbare Geschichte in dem Buch. Sie haben sich, das ist natürlich diplomatisch nicht so furchtbar geschickt, immer in Brüder verliebt. Also Luke, jetzt bitte genau zuhören, ist deine Geschichte. Ja, das wäre was. Ihr seid Sie haben sechs. Sich in Brüder verliebt? Immer Brüder. Ich hatte also Paare? Dann, mehrmals hintereinander, durch Zufall. Ich hatte einen jungen Freund und dann nahm der mich mit nach Hause. Wir waren 15, 16, haben ein bisschen gemacht, wenn die Tür zu war. Und dann hatte der einen Bruder, der war 2 Jahre älter. Der war natürlich viel schärfer dann, fand ich. Und einmal kam ich dann war ich mit dem zweiten und dann hatte der noch einen dritten Bruder. Und das war der mir Anatomie beigebracht hat. Das war der mit der Anatomie. Ja. Ui, ui, ui. Aber wisst ihr... Das war ja...
alles so harmlos. Also wenn Sie mal Mockridge-Bingo spielen möchten, wir haben sechs zu Hause. War ja alles nicht so aufgesext wie heute. Es war ja ganz harmlos und arglos. Der Luke ist auch ein ganz romantischer, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ich kenne seine Mutter, die ist eine ganz bezaubernde, wunderbare Frau. Ja, ja. Schon mal eine gute Basis heute, für ein Date. Ich sehe ihn zum ersten Mal, aber seine Mutter kenne ich. Ja. Ja. Und das gab nie dann diplomatische Verwicklungen? Natürlich, ja. Dramen. Mit, einer stand mit dem Schäferhund vor meinem Fenster und sagte, wenn du runterkommst, zerfleischt er dich. Ach, herrlich. Und mit dem Schäferhund hat er raus. Ja, schön. Und das setzte sich aber die Leidenschaft ist es doch, die uns umtreibt. Ja. Das Verliebtsein, die Leidenschaft. Dann schreibt man Tagebuch, aber dann schreibt Alter man Briefe. Denkt man dann auch, es ist für immer. Natürlich denkt man, es ist für immer. Und dann ist es halt für 3 Wochen. Ja, in dem Alter, ja. Später dann für 2 Jahre. Dann war es für 25 Jahre. Doch, immerhin. So, aber dann stimmt die Geschichte, muss ich Sie fragen. Stimmt die Geschichte, dass Sie Ihrem Mann, mit dem Sie 25 Jahre zusammen waren, am Tag der silbernen Hochzeit gesagt haben, Schatz, das war's? Ja. So ungefähr. Also ganz so nicht, das wäre jetzt etwas zu intim. Ja. Aber ich habe am Tag der Silberhochzeit gewusst, jetzt ist an Ehe auch mal genug. Jetzt muss wieder ein eigenes Leben kommen. Ja. Ach, da ist er. Ein guter Mann. Netter Mann, ja. Ja, wir waren sehr, sehr glücklich miteinander. Sehr, sehr. Das sieht man. Wir hatten eine tolle Ehe. Wir haben viel zusammen geschrieben und so. Aber es war die Luft raus. Es war nicht mehr so schön. Also, Frau Heidenreich, jetzt bin ich gar nicht dazu gekommen, mit Ihnen die wunderbare Geschichte zu besprechen. Nureyev. Aber die ist klasse. Können Sie die ganz kurz erzählen? Sie können das so pointiert. Soll ich die erzählen? Bitte. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Also ich muss eine Sache vielleicht sagen. Das Buch ist so entstanden, dass ich einfach aus alten Tagebüchern, aus der Erinnerung, manchmal auch Fantasie, manches habe ich auch erfunden, aus Notizzetteln, die überall rumliegen, zusammengesammelt habe, was in meinem Leben wichtig war. Die Kindheitserinnerungen sind noch am präsentesten. Das später habe ich dann so notiert, was ich erlebt habe. Und Nureyev gehört auch dazu. Und habe dann gedacht, daraus kann man eigentlich mal ein Buch machen, weil das sind schöne Geschichten. Die Nureyev-Geschichte geht so. Als Teenager war ich natürlich in Rudolf Nureyev, den Tänzer, verliebt. Der war ja auch wunderschön. Schön, ja. Und da man wusste, er liebte Männer und Frauen, habe ich mir auch Chancen ausgerechnet. Und dann war ich einmal in Wien, hatte da irgendwas zu tun. Und da las ich in der Zeitung, Nureyev tanzt in der Staatsoper. Und ich wollte ihn einmal sehen, diesen wunderbaren Mann. Und natürlich keine Karten, auch auf dem Schwarzmarkt. Es war nichts zu machen. Und ich kannte einen einflussreichen Mann in Wien, flüchtig, über eine Freundin. Den habe ich einfach angerufen. Dann habe ich dem gesagt, ich möchte so gern Nureyev. Und er sagt, wo ist für der Kleidergrößenhorst? Dann habe ich gesagt, 38. Wo ist für der Schuhgrößenhorst? 39. Na, kommst in die Oper eine halbe Stunde früher. Ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Ja. Ich bin also eine halbe Stunde früher da gewesen. Und dann stand er da mit einer Krankenschwester. Die hieß Marie, die hatte ein schickes, gebügeltes Schwesterntracht an, Häubchen, Erste-Hilfe-Koffer. Und dann hat er uns aufs Klo geschickt, Klamotten tauschen. Mhm. Sie, mein kleines Schwarzes und die Pumps, ich die Tracht, knallhart gebügelt, Häubchen. Sah sehr schick aus, Schürzchen. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil es musste in der Wiener Staatsoper, ich glaube heute noch, neben Reihe 3 immer eine Krankenschwester sitzen, falls jemand umkippt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich aber doch Angst. Ich weiß überhaupt nicht, was man macht, wenn jemand umkippt. Er ging mit ihr so lange an die Bar. Und dann hat er gesagt, ist er Arzt im Saal? Und dann hat sich jemand gemeldet und gesagt, ich bin Arzt. Und dann sagt er, den merkst dir, Schatzel. Und den habe ich mir dann gemerkt. Aber da hatte ich dann nicht mehr ganz so viel Angst, weil ich wusste, da ist er Arzt. Und dann ist aber nichts passiert, niemand ist umgefallen. Ich habe Nureyev tanzen sehen, ist doch ein toller Abend gewesen. Dann haben wir die Klamotten wieder getauscht und ich bin glücklich nach Hause gegangen. Hammer. Toll, ne? Ja, und dieser Herr, der da... Ich habe nie gesagt, wer es war, weil aber er lebt nicht mehr und vielleicht, ja, jetzt kann man es eigentlich mal sagen. Lassen Sie es raus. Er ist längst tot. Es war der Udo Proksch, der dann lange im Gefängnis saß, weil er die Lucona versenkt hat. Er war, und er war mal mit Erika Pluhaben verheiratet. Ja. Und mit der bin ich befreundet. Und die Erika sagte, wenn einer dir helfen kann, dann ist es der Herr Udo. Und der Herr Udo hat mir dann geholfen. Und heute ist er leider tot. Aber ich habe mich bedankt bei ihm, als er im Gefängnis saß, habe ich ihm immer warme Socken geschickt. Frau Heidenreich, bitte. Ich sag mal so, demnächst hier wieder in diesem Theater, ja, würde mich sehr freuen. Was für ein Spaß. Gucke gerade Ulrich Walter an, der schon die ganze Zeit so amüsiert wie wir alle zuhört und frage mich gerade. Fasziniert. Wissen Sie warum? Das war das Vorbild. Ne? Nein, SWF, nein. Man muss sich in die Situation damals reinversetzen. Es waren die 70er Jahre. Ja. Ein todlangweiliges Radio. Also es waren immer Wortbeiträge und all so ein Kram. Als Jugendlicher wollte man sowas gar nicht hören. Und auf einmal war da eine Ilse Strattmann. Ja. Und die quasselte einfach los. Und ich saß immer
gebannt vor ein Radio und gesagt, das ist es, guck mal, das ist es. Und jetzt sitzt du da. Ihr erstes Kuchi. Ja. Ehrlich. Das ist ja irre. Also, dass Herr Walter Ihr erstes Groupie ist, wussten Sie auch noch nicht. Ne? Das, ja. Sehen Sie so, Sie das gewusst, so geht das. So, super. Und Sie wollen wirklich zum Mars? Er hat es ein bisschen übertrieben. Ah. Also, ist noch ein bisschen guck anders. Mal hier. Also, wenn er zum Beispiel sagt, wollen Sie bei Mars One mitmachen, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, das würde ich nicht machen. Aber wenn es jetzt die NASA so käme und sagt, so in 10 Jahren sind wir soweit, würde ich sagen, ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, das könnte ich mir gut vorstellen. Wann ist es denn soweit? Wann fliegen wir denn los? Das ist eine schwierige Frage, denn wir können noch gar nicht los. Also wir wissen zwar, wie es ginge, ja, aber wir können nicht, weil wir nicht genau wissen, ob es funktioniert. Das ist noch was anderes. Also die Techniker sprechen dann vom sogenannten Technology Readiness Level. Was bedeutet, wie weit sind wir denn mit unserer Technik? Und da sind wir ziemlich weit hinten. Das heißt also, wenn wir jetzt losfliegen würden, ich würde mal die Chancen, dass wir heile auf dem Mars landen und einen Monat überleben, so auf 15% schätzen. 15? Auf 5 bis 10%. 15, ja. Bei wie viel Prozent würden Sie einsteigen? Bei 90. Bei 90? Bei 90? Bei 90. Und die NASA sagt genau das. Das ist hart. Wir fliegen nur los, wenn wir bei 90 sind. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind bei 90. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Ich fliege doch nicht dahin, um dann tot zu landen. Das macht doch keinen Sinn. Ja, bei 90 wäre mir zu wenig. Ich hätte schon gerne 100. Ja. Das gibt's nie. Es gibt nirgendwo 100. Wenn Sie morgens ins Auto steigen, wissen Sie auch, das sind nur 99,9%. Ja, aber also wirklich. Ja, 100. Aber nee. Also mitten in Hamburg zu ersticken, ist deutlich unwahrscheinlicher als auf dem Mars. Nee, jetzt sind wir beim ganz Entscheidenden. Wir müssen im Leben Risiken eingehen. Muss jeder von uns. Wenn er einen Beruf eingeht, was weiß ich, Taucher oder irgendwas, ja, Sie haben recht. Risiken. Und man muss sich vorher überlegen, welches Risiko bin ich bereit einzugehen. Das muss jeder im Leben machen. Besprechen Sie sowas mit Ihrer Frau? Ja, ganz wichtig. Das war, schauen Sie, ich habe mich damals beworben am 24. Dezember 85. Im Januar 86 war die Challenger-Katastrophe. Mhm. Können Sie sich erinnern? So. Und die Bewerbung lief. Und meine Frau rief mich dann also im Büro an und sagt, da ist was Fürchterliches passiert. Mhm. Und dann war die Frage, soll ich die Bewerbung aufrechterhalten? Und dann können Sie sich vorstellen, was da los war. Sie haben Kinder. Ich habe Kinder. Ich hatte damals noch keine, die sind dann noch... Nee, okay. Es war gerade so im Gange. Schwanger. Sie waren schwanger. Sie waren im Trainingslager. Waren Sie. Ja, und dann war die Frage, halte ich die Bewerbung auf? Und dann muss man sich einfach hinsetzen und sich überlegen, was ist das, was ich im Leben will. Und wir beide haben damals zusammen entschieden, ich habe allerdings gesagt, jetzt nehmen wir uns noch mal 2 Monate Zeit und dann reden wir noch mal drüber. Ist ja immer so im Leben, man sagt, eine Nacht drüber schlafen, bei wirklich großen Dingen muss man manchmal einen Monat drüber schlafen. Mhm. Und dann haben wir zusammen entschieden, haben gesagt, ja, die Bewerbung lassen wir aufrechterhalten. Und haben es durchgezogen. Dann haben wir es durchgezogen, ja. Und man muss wirklich sagen, wir, weil... Wenn Sie gegen die Familie arbeiten, wenn die Familie nicht mitzieht, ja, können Sie das nicht. Das geht überhaupt nicht. Beschreiben Sie mal diesen Moment, wenn du da drin liegst, in diesem liegt man da angeschnallt, sitzt man? Nein, also Schwerelosigkeit. Nein, ich meine, wenn es losgeht, unten beim Start. Ach, unten beim Start. Ja, der Start ist natürlich, das ist wirklich das Beeindruckendste an einer Mission. Der Punkt ist einfach der, schauen Sie, man sitzt auf 2000 Tonnen Treibstoff. Ja, Sprengstoff sitzt da. Das ist Sprengstoff. Ja. Wasserstoff und Sauerstoff. Pro Sekunde werden 5 Tonnen verbrannt. 5 Tonnen. Pro Sekunde. Pro Sekunde. Das ist unvorstellbar. Und das ist ja nicht was man da an der Tankstelle bekommt oder so. Das ist Wasserstoff und Sauerstoff bei minus 250 Grad Celsius. Ja? Und wenn das zusammen... Nein, das ist eben so technisch so gemacht, dass es gerade nicht explodiert. Gerade eben, meinen Sie? Eben gerade nicht explodiert, sondern... schnell verbrennt. Gott, ja, also das in den heißen Hintern? Nein. Nein, nicht aber. Sie sitzen direkt oben drauf auf diesen 2000. Pro Sekunde 5 Tonnen heißt, die Energie, die dabei entsteht, entspricht 10 Kernkraftwerken gleichzeitig. Das ist unvorstellbar. 10 Kernkraftwerke. Ja? Unvorstellbar. Und das merken Sie, weil das ganze Ding ist wie ein Vulkan. Und man sitzt da oben und man merkt wirklich, das ist eine Urgewalt, da kann ich nichts gegen machen. Mhm. Man muss das wollen. Und man weiß, man muss, genau, man muss ja, man hat aber doch diese Bilder auch im Kopf. Die Challenger ist wenig später explodiert. Und jetzt kommt eben explodiert. Der Punkt,
Sie müssen sich das vorher mental durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Sie müssen vorher wissen, wenn ich da drin säße, würde ich das machen. Sie können ja nicht vorher sagen, oh, ich habe mir das überlegt, liebe NASA, ich steige wieder aus. Das geht natürlich nicht. Das fängt ja schon bei der Bewerbung an. Selbst wenn man sich schon bewirbt, muss man ja schon wissen, ich würde da einsteigen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also man muss mit der Familie im Reinen sein und sagen, ich bewerbe mich. Und dann zieht man das aber auch durch. Mhm. Das heißt, ich würde sofort noch mal fliegen. Damit kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich würde sofort mal fliegen, aber 90%. Und da ist mein Limit. Ja, 90%, drunter mache ich es nicht. Gab es mal so einen Punkt da oben auch, so eine Situation, wo Sie sich gefragt haben, warum zum Teufel habe ich das gemacht? Nee. Ich war immer glücklich da oben. War toll. Denn man darf nicht vergessen, es ist schon toll. Es ist schon eine Erfahrung, die man im Leben nie wieder macht. Ja, also. Schwerelosigkeit. Das Gefühl der Schwerelosigkeit, das Gefühl, was man auf der Erde nie hat. Mhm. Der Blick auf die Erde ist schön. Der Start ist schon sehr beeindruckend. Das sind alles Dinge, die möchte ich nie vermissen. Das hat ist es sich verändert? Ja, das ist schon. Aber weniger so nach außen hin, sondern eher mehr Blick nach innen. Auf die Welt? Oder? Es ist mehr, ich sag's immer, dieses Kokon-Gefühl. Schauen Sie, wenn wir hier drin sitzen im Raum, wir glauben ja, das ist die Welt jetzt. Ne? Wir gehen raus und da sind die Tannen, die stehen da 100 Meter entfernt. Und wir denken, so ist die Welt. Und wir denken auch immer, ich bin doch der Mittelpunkt. Ne? Ich schaue mich um und alle schauen mich an. Ne? Das geht ja jedem so. Mhm. Und für mich war es dann kein Wunder, dass man sozusagen als Grieche immer gesagt hat, der Mensch ist der Nabel der Schöpfung und die Krone der Schöpfung und so weiter. Nein, wenn man einmal diesen Abstand gewonnen hat und sich nicht mehr im Zentrum sieht, sondern das Zentrum dann auf einmal da unten ist, also das beeindruckt schon, also mich hat es beeindruckt. Ja? Diesen Abstand gewinnen, das ist immer so im Leben, Abstand gewinnen verändert das Denken. Mhm. Und deswegen ist Weltraumfahrt so wichtig. Wenn man runterschaut, was beeindruckend ist, auch wenn man diese Bilder vom Mond auf die Erde sieht, was das Beeindruckendste ist, ist, dass man sieht, dass die Erde eigentlich ein Raumschiff ist, was verletzlich ist. Mhm. Das ist gemeint. Also dass der Mensch eigentlich auf sich gestellt ist. Mhm. Er entscheidet selber, ob er auf der Erde überlebt oder nicht. Wir sind sehr allein. Und das, genau. Und und das ist das Beeindruckende. Sind wir denn allein? Ja. Oh, jetzt kommen wir zu einer sehr schwierigen Frage. Ja. Also es ist ganz toll. Die Frage lautet, sind wir allein im Universum? Also gibt es außer uns noch andere Zivilisationen? Da gibt es eine ganz einfache Logik. Auch die kann jeder nachvollziehen. Schauen Sie, wenn es die Natur geschafft hat, aus unbelebter Materie, also ich meine hier so Holz und Erde und sowas, mal so ein Wesen zu schaffen oder Wesen wie wir, dann wissen wir, es funktioniert, es geht. In einem unendlich großen Universum, wir wissen, es ist eigentlich unendlich groß, dann muss diese Möglichkeit auf jeden Fall noch mal passieren. Das wissen wir. Ne? Die Logik von, es kann einmal passieren in einem unendlich großen Universum, ist, es muss mehrfach passieren. Mhm. Tatsächlich kann man zeigen, unendlich oft passieren. Nur, und jetzt kommt die Einschränkung, die Abstände bis zur nächsten Zivilisation, also die Frage, wo ist denn die nächste, die ist dann entsprechend gigantisch. Mhm. Gigantisch heißt, auf der übernächsten Galaxie und die ist Milliarden Kilometer und Lichtjahre entfernt, da sind sie, vielleicht. Und wir wissen heute schon, da werden wir nie hinkommen. Die eigentlich entscheidende Frage... Aber kommen die zu uns, ist die Frage. Nein, jetzt kommt die entscheidende Frage in unserer Milchstraße. Und das ist der Bereich, der uns zugänglich ist, sowohl von der Kommunikation her, als auch von der Bereisbarkeit. Also, wo können wir überhaupt hinfliegen? Wir werden nie unsere Galaxie verlassen, das muss man wissen. Selbst mit Lichtgeschwindigkeit nicht. Und auch das werden wir nicht erreichen. Also die Frage ist, sind wir in unserer Milchstraße alleine? Das ist die für uns wirklich pragmatische Frage. Und da lautet die Antwort, da sind wir doch eher, ich würde mal sagen, eine Handvoll vielleicht, aber eher doch allein. Und das ist eben vielleicht das Deprimierende. Also da ganz weit draußen... Ja, mit Sicherheit. Mhm. Aber hier in der näheren Umgebung das alleine. Und das ist übrigens der Grund, warum bisher sich noch keiner gemeldet hat. Ja. Ich meine, wir hören ja schon seit, wir hören ja schon seit 50 Jahren mit Teleskopen in den Weltraum und versuchen, Nachrichten mitzubekommen. Ja? Ist vielleicht auch besser so. Sie sagen ja, wenn die kommen, haben die ein Problem. So weil nur dann treten die so eine weite Reise an. So und dann werden die nichts anderes. Die gucken sich das kurz an. Und dann beginnt auch schon die Eroberung. Das fand ich einen schönen Satz in Ihrem Buch. Lohnt sich absolut auch mal reinzulesen in das, was Sie aufgeschrieben haben. Yeah. Über schwarze Löcher und so weiter, auch dass die nur Stecknadel groß sind in Wahrheit und so weiter. Das ist wirklich das, was in dem Buch beschreibe ich, dass man wirklich einem klar sein muss, dass das Universum so ganz anders ist als die Vorstellung. Da gibt es 3 Milliarden Sonnenmassen auf einer Nadelspitze. Da sagte mir einer,
das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sage ich, das ist auch scheißegal. Danach hat der liebe Gott nicht gefragt. Es ist einfach so. Und das Interessante überhaupt an dem ganzen Universum da draußen ist, dass es so gemacht ist. Es ist so irre. Aber man kann eben zeigen, dass die Dinge so sind. Mhm. Um es mal anders zu formulieren. Wer sich mal die Bibel durchliest und sich fragt, kann das wahr sein? Da kann man einfach nur sagen, nee, das ist einfach nur ein Märchen, das ist viel zu trivial. Das kann, so kann es nicht gewesen sein. Das kann ein kleines Mädel mal geschrieben haben oder so. Was im Leben ist wahr? Und die Antwort lautet, es muss ein bisschen crazy sein. Es muss so ein bisschen abgedreht sein. Aber immer so, dass man sagt, ach, die Idee ist gut. Da kann man es sagen. Ich gebe ein Beispiel. Also Raum ist krumm. Wussten Sie das? Raum ist krumm. Wir merken nichts davon, weil wir selbst mitgekrümmt sind. Ja? Aber tatsächlich ist der Raum krumm. Der kann sogar so krumm sein, dass wenn ich in der Richtung losfliege und nach 14 Milliarden Jahren aus der umgekehrten Richtung wieder ankomme. Und ich fliege immer geradeaus. Das heißt krumm. Und dann sagt man sich, stimmt, wenn ich auf der Erdkugel als Ameise um die Erde laufe, dann komme ich ja auch von der anderen Seite an. Aber wie kann denn Raum so gekrümmt sein, dass er in sich geschlossen ist? Das will in unseren Kopf nicht rein. Aber wir wissen heute, genau so kann es sein. Und so ist es wahrscheinlich auch. Und wir verstehen es nicht. Aber da wissen wir, das ist die Bibel. Weil uns sonst die Zeit aus dem Ruder läuft, es macht unglaublich Spaß, Ihnen dabei zuzuhören, sich trotzdem doof zu fühlen, aber einfach ein gutes Gefühl zu haben. Das ist wunderbar. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Kurze Frage. Wäre für dich auch was gewesen, Berufswunsch Astronaut? Oder? Ach, wenn es da oben WLAN gibt, kein Ding. Also, gibt es. Nee, ich finde das faszinierend. Also, ich kann mir das nur vorstellen, wie das ist so von draußen. Ich bin mal auf dem Navi, habe ich mal das falsche Rad gedreht und dann zoomst du so weit raus, dass du die Welt siehst. Mhm. Ja. Und da Google wurde mir auch einiges bewusst, als ich das gesehen habe. Bist auch und das mit eigenen Augen sehen. Das macht über einen 500-Euro-Schein zu reden und ihn in der Hand haben. Das ist ein Unterschied. Ich finde es halt immer ein bisschen, ich habe auch mal gehört, dass viele Astronauten dann Alkoholiker werden und depressiv werden, wenn sie die Welt von außen sehen, weil dann das eigene Leben kein... Das ist eine mehr. Das ist eine mehr. Ja, es gab einige, insbesondere der Buzz Aldrin, aber das ist eine mehr. Nein, es ist nicht so, es gibt solche Memes, so heißt man sowas. Also eigentlich Gedankenfetzen, wo man sagt, klar, natürlich, wahrscheinlich würde ich auch betrunken werden oder mich vollsaufen lassen. Nein, das ist alles Memes, kann man eigentlich alles wegschenken. Es gibt einen, der auch wirklich... Priester geworden ist der Irwin, aber ansonsten sind die Astronauten eigentlich schon ziemlich normal, oder? Lassen wir einfach mal so im Raum stehen, ja, im Weltraum in dem Fall. Sag mal, wenn Herr Walter erzählt hier so faszinierend über den Blick von draußen sozusagen auf das große Ganze. Du hast diesen Blick ja neuerdings auch. Du stehst dann da oben auf der Bühne und schaust runter auf 12.000, 13.000, 14.000 Menschen. Was macht denn das mit einem? Wird man dann Alkoholiker? Ja, es ist eigentlich, man gewöhnt sich sehr schnell dran, tatsächlich. Also ich habe seit 3 Jahren übe ich diesen Beruf aus, des Comedians. Ja. Und es waren 6 Leute bei meiner ersten Show. 6? Mhm. Das heißt, deine gesamte Familie? Ja, 3 davon hatte ich selber mitgenommen. und dann waren es irgendwann mal 100 und dann waren es irgendwann mal 300 und dann waren es 1.000 und dann waren es 10.000 und dann waren es 14.000. Und man freut sich über diese Schritte immer gleich. Also ich glaube... Wenn du das entscheidende Tor schießt auf dem Bolzplatz, dann freust du dich genauso wie ein Mario Götze, der das WM-Tor schießt 2014. Ich glaube, die Zutaten sind eigentlich immer gleich, nur du kochst halt für mehr Leute. Aber ja, möglicherweise. Aber du hast mal gesagt, und das fand ich interessant, wenn ich da oben stehe, dann bin ich sozusagen eine hochgetunte, aufgestylte Version von mir selber. Weil eigentlich würde ich mich das im normalen Leben niemals trauen. Ja, ich glaube, also alle Menschen, die irgendwie auf die Bühne gehen oder ins Rampenlicht, das sind, glaube ich, alles Menschen, die narzisstisch veranlagt sind. Also ich glaube, es ist eine sehr narzisstische Runde hier. aber das liegt in unserer Natur der Dinge. Und ich gebe mir so ein bisschen so den Kick. Ich bin eigentlich ein sehr schüchternes Kind gewesen. Ich kein großes Selbstbewusstsein in der großen Familienkonstellation groß geworden, auch noch als Sandwich-Kind. Also die Ältesten, das waren die Chefs, die Jüngsten, das waren die verwöhnten Babys in der Mitte, die waren so da. Also die werden so mitgeschleift. Also mein kleiner Bruder hat mal gesagt, Mama, der Luke hat mich geschlagen. Meine Mutter so aus Spaß, was, wer ist Luke? Gib mir die Nummer, ich rufe die Eltern an. Und
so diese, das arbeitet immer so ein bisschen in mir und die Bühne ist dann so eine Art Flucht. Also ich bin auf der Bühne bin ich mal ich und da bin ich mal im Mittelpunkt und das genieße ich dann eigentlich ganz, ganz gerne und habe da wahnsinnig Spaß. Wann beginnt denn diese Transformation? Während du hochgehst, wenn du oben stehst, sind es die ersten Minuten? Also ich hasse eigentlich alles drumherum. Ich hasse das Reisen, das Technikkram, die Soundchecks, die Interviews, alles. Alles ist sehr unangenehm für mich und ich finde das immer wahnsinnig krampfig. Aber sobald ich dann ein Mikro in der Hand habe und vor 14.000 Leuten eine Geschichte erzähle, da fühle ich mich total wohl. Das ist mein Zuhause, da kann ich ein Bett hinstellen. Da bin ich eigentlich, ich fühle mich auf einer Party unwohler. Also ich erzähle lieber mit dem Mikro in der Hand auf der Bühne vor 14.000 Leuten eine Geschichte als mit einem Bierglas in der Hand auf der Party. Warum? Weil? Weil auf der Party keiner für mich bezahlt hat. Das heißt, kannst dir nicht sicher sein, ob da lauter Leute sind, die sich wirklich auf dich freuen. Bei den 14.000 weißt du das. Ja, ich finde, der Deal ist klarer bei einer Veranstaltung. Ich fühle mich da, die sind da. Es liegt an mir, ich habe die Inszenierung in der Hand. Ja. Also ich habe die Macht, die Mikro ist ja auch Macht. Und ich kann das so gestalten, dass alle hier Spaß haben. Und ich kann jeden Abend alles dafür geben, dass jeder dann einen tollen Abend hat. Und auf der Party sind zu viele Variablen, die mir nicht gefallen. Mhm. Da ist dann gibt's noch einen Platz für mich? Ich habe da oft Angst, dass es keinen Platz auf der Party für mich gibt. Quatsch. Wenn ich irgendwie essen gehe mit Freunden, habe ich ganz oft ich bin immer spät, chronisch zu spät. Und wenn ich dann auf dem Weg zum Restaurant bin, habe ich immer diese Angst, gibt's genug Stühle? Und was ist, wenn da jetzt kein Stuhl mehr ist und ich dann dieses komische am Nebentisch ist der noch frei, kann ich den da dran bauen, dann passt der nicht. Also so Gedankenspiele habe ich in meiner Soziophobie fast schon. Die habe ich auf der Bühne nicht, da nehme ich mir aber den Stuhl. Ja, und wie du sagst, da gibt es zu weniger Variablen logischerweise. Ja. Aber das ist trotzdem interessant. Hat das auch was zu tun mit diesem, du triffst da wirklich wie kaum ein anderer dieses Lebensgefühl dieser 90er-Generation. Wir sind da schon ein bisschen älter, Steven, wir sind da raus. Wir hatten in den 80ern unsere großen Probleme und unsere großen Schlachten zu schlagen. Ja. Ihr seid diese 90er. Du sagst, wir sind so unverbindlich. Wir bleiben immer so im Ungefähren. Wir sind immer auf der Suche nach einem besseren Deal. Und das ist auch Zeitgeist, finde ich. Also immer so dieses Schauen, das erlebst du auch im Restaurant. Menschen sitzen beieinander, die essen eigentlich. Und dann wird unterm Tisch schon geguckt, ob da vielleicht doch noch was Besseres irgendwie an dem Abend unterwegs ist. Ja. Ich fand das, ich glaube, uns geht es irgendwie zu gut. Also ich fand das sehr interessant, als Sie gesagt hatten, dass, ja, das war damals so und wir hatten ja nichts und das war scheiße und das Bad im Keller. Und ich hatte mal so einen Ethiklehrer, der gesagt hat, wenn es den Menschen zu gut geht, dann fangen sie an, ihre eigenen Probleme zu machen. Und ich glaube, unsere Generation ist so verwöhnt, dass wir einfach anfangen zu sagen, ja, nee, ist aber scheiße. Ja, aber warum denn? Ja, mein Flatscreen ist zu klein. Also wir haben so diese Probleme der ersten Welt, die unser Leben so miserabel machen, dass wir einfach dann anfangen zu rebellieren, obwohl ja eigentlich alles cool ist. Ist das Problem, dass es um nichts mehr geht, um nichts mehr Echtes? Ich glaube auch. Also mein neues Programm, mein erstes Programm hieß Am Lucky I'm Luke. Das war noch sehr naiv, sehr kindlich, mit sehr viel Freude. Und mein neues Programm heißt jetzt Lucky Man. Das kommt 2017, gehe ich damit auf Tour. Und da geht es auch so ein bisschen darum, so, wer möchte ich eigentlich sein? So, ja. Diese Identitätssuche, die glaube ich, nie abgeschlossen ist. Ich glaube, also, das macht man ein Leben lang. Und deswegen hatte ich die Medien anfangs so ein bisschen kritisiert. Ich glaube, wir können mit dieser ganzen Informationsflut gar nicht umgehen. Wir sind ständig im Performativen. Wir wollen immer ein geiles Bild bei Facebook hochladen oder ein besseres Urlaubsbild oder die schönere Freundin haben. Wir sind so dauernd hungrig, weil wir immer im Vergleich sind mit anderen Leuten in sozialen Netzwerken. Also, machst du ja auch, ne? Gibt Fotos absolut, von dir mit nacktem Oberkörper, Zähne putzend. Ja. Warum macht man das? Ist das, weil man heute sagt, heute sehe ich besonders cool aus, jetzt lade ich mich mal beim Zähneputzen nackt hoch? Ja, oder, das ist, glaube ich, oder einfach nur für die Mutter zu Hause als Beweis, Mama, guck, ich putze mir doch mal Zähne. Ja. Ja, man muss natürlich so ein bisschen diese Regeln auch mitspielen. Also ich glaube, es wäre eine bessere Welt, wenn wir diese ganzen sozialen Netzwerke nicht mehr haben würden. Weil, das ist interessant, dass das einer wie du sagt. Ja, das ist ja wie ein nicht enden wollendes Klassentreffen, wo du ständig irgendwie mein Auto, mein Haus, mein... Also Beliebtheit und Popularität ist auf einmal messbar geworden. Also durch 13-, 14-jährige Kinder, die Likes, ne? Klicks, Herzchen. Vermeintlich, ne? Ja. Oder?
Und es gibt auch so, man hat das Gefühl, die leben alle so ein wahnsinnig tolles Leben. Und ist alles viel cooler als bei mir zu Hause. Ja. Ich muss ja mit dem Müll rausbringen und all die Sachen. Aber wenn du das dann so siehst, teilweise in diesen Leisten, die es da so gibt, ja, wow, das ist von morgens bis abends nur Spaß und Urlaub. Und ich im Schatten der Palmen der Malediven und ich im Schatten der Pyramiden von Gizeh. Ja. Und du lässt aber weg, dass du die meiste Zeit im Schatten des Bielefelder Hauptbahnhofs lebst oder so. Das erzählt dann keiner. Und das ist für mich dann nicht mehr echt, weil der Bielefelder Hauptbahnhof gehört doch auch zum Leben. Ja, aber den will ja keiner sehen. Na doch. Aber ja, ich weiß auch nicht genau, wie man das lösen kann oder wo das so mit uns hingeht. Ich sage immer am Ende meines Programms, ich finde es ganz, ganz toll, dass wir 2 Stunden mal einen Moment hatten. Also ich sage auch, ich mache lieber einen Live-Abend als eine Fernsehsendung, weil im Fernsehen weiß ich nie, für wen ich es mache. Ist es für die werberelevante Zielgruppe, ist es für die Werbekunden, ist es für die Produzenten, für die Produktionsfirma, ist es für mich, für meinen Manager, für wen. Aber oft, wenn ich auf der Bühne stehe, dann weiß ich ganz genau, für wen. Der Kontakt ist da. Und wir haben einfach mal einen Moment. Und es ist so selten, dass man einfach mal einen Moment hat. Und das finde ich auf Tour immer ganz, ganz wichtig, dass man so individuelle Momente mit Menschen hat. Wir schauen gleich mal ganz kurz rein, auch in einen kleinen Ausschnitt, wo man sieht, was das bedeutet, wirklich diesen Moment zu haben. Aber vorher würde ich noch kurz von dir wissen, Luke, stimmt es, dass es deine Ex-Freundin war, die eigentlich der Auslöser war, auf die Bühne zu gehen? Ja, ich glaube, wie bei vielen Menschen, die das Rampenlicht suchen, war es so ein bisschen der Minderwertigkeitskomplex. Ich wurde betrogen von meiner Ex-Freundin. Das war die erste Liebe. Ne? Erste Liebe ist ja immer, das ist das Nonplusultra. Es gibt nur noch das und die Frau ist es jetzt. Ja. Und wenn das in die Binsen geht, dann ist das ja, dann war es das. Dann ist das Leben zu Ende. Ja. Aber wir wissen, es kommt noch eine Schwester oder ein Bruder oder sowas. Man erinnert sich immer an die erste Liebe, so ist das. Das ist wahr. Ja, ich wollte ihr es dann einfach. Ich habe mich nie getraut, auf die Bühne zu gehen. Ich habe das als Kind immer gewollt, aber ich habe mich nie getraut, auch im Schatten vielleicht meiner Eltern, die ja sehr erfolgreich waren auf Bühnen, und meine Brüder, die Kinofilme gedreht haben. Und ich war immer so. In der Lindenstraße und so weiter. Genau. Also für die wenigen, die es nicht wissen, ja. Ja, Ex-Lindenstraße hat ja einen Herzinfarkt in der Lindenstraße. Oh Gott. Ganz spannend. Gott. Ja, ganz spannend, habe ich nicht ausgedacht. Ja, ganz schlimm. Und das, ich wollte es ihr dann eigentlich so zeigen. Also das war für mich die Initialzündung zu sagen, irgendwann mal wirst du mich googeln. Und dann gibt es ganz viele Bilder von dir. Heute googelt man. Ja, ist Wahnsinn. Ne? Ich google, also bin ich. Das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz. Luke, wir schauen mal kurz rein. Ja. Und gleich vorneweg der kleine Hinweis, der Mann kann auch noch singen. Das ist phänomenal. Wow. Hammer. Respekt. 2017 sehen wir dich auf großer Tour. Ist ein Erlebnis. Ist ein Erlebnis, diesen jungen Mann auf der Bühne zu sehen, von dem werden wir noch viel hören. Großer Spaß. Steven Gertin ist bei uns, den wir uns auf den Schluss aufgehoben haben, weil du gleich im Anschluss an unsere Sendung mit einer Kinoshow um die Ecke kommst. Gertins großes Kino. Und damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, dass dieser Mann sehr genau weiß, wovon er spricht, schauen wir uns jetzt mal an, wie du schauspielern kannst. Wir haben das irgendwann ausgegraben. Achso, okay. Serie war das, ne? Genau. In Kanada habe ich die gedreht. In Toronto. So, und jetzt schau mal rein. Es ist richtig, richtig gut. Ich kenne einige Schauspieler, die können das so nicht. Wow. Das ist gut. Danke. Wirklich gut, ne? Vielen Dank. Dieser irre Blick am Ende irgendwie. Den habe ich immer. Ja, warum hast du denn nicht weitergemacht? War übrigens die Kollegin, die da mitgespielt hat. Tia Carrere, genau. Ja, kennen wir aus Bond. Bond, ne? Genau. Wahnsinn. Das war ein Zufall, ehrlich gesagt, weil ich habe mit ihr etwas gedreht, damals für ProSieben. Und wir haben uns sehr gut verstanden und meinte sie, hättest du nicht mal Bock, wie in meiner Serie mitzuspielen? Da habe ich gesagt, logisch. Und dann bin ich nach Toronto geflogen und dann durfte ich da, das ist ja synchronisiert gewesen. Ja, hat man also, gesehen. Die haben mich damals geholt, damit ich einen deutschen Regisseur spiele mit einem richtig schönen deutschen Akzent. Ja. Das hat total Bock gemacht und dann hat mir Tia Carrere auch noch ihr Toronto gezeigt. Also, ja, auch mit dem schönen Satz, Freunde, so kann ich hier nicht arbeiten. Genau, das ist ja ein Satz, den wir aus dem Fernsehen auch kennen. Auch von Loriot, ne? Ja, genau. Ich kann so nicht arbeiten. Das war toll, also eine super Erfahrung. Vor allen Dingen, Toronto ist eine wunderschöne Stadt, da werden ja auch extrem viele Produktionen mittlerweile. Da merkt man, da ist richtig Potenzial. Also richtig, dein Bruder ist doch auch Schauspieler, ne? Genau, Kommissar und das Meer. Der Assistent von Walter Sittler. Ach, okay. Genau. Da ist er regelmäßig zu sehen. Ja. Und für dich wäre das nichts jetzt wirklich so als zweiter Berufsweg? Ach, ich habe da schon sehr viel Spaß dran. Also das, ich sage niemals nie. Ich glaube, man muss da immer aufpassen. Das waren jetzt so ein paar Ausflüge, die mir sehr viel Freude bereitet haben. Ja. Wenn ich die Möglichkeit haben sollte in Zukunft, versuche ich das natürlich. Ja. Also warum nicht? Und die Geschichte mit Tom Cruise, was ich vorhin erzählt habe, stimmt auch. Ja? Der ruft dich dann an.
Ja, also er ruft mich nicht an, aber er hat sich dann bei mir gemeldet. Also es gab so ein paar Sachen. Ich habe auch im Film von Hugh Jackman mitgespielt, so eine kleine Rolle. Hugh Jackman? Ja, genau, ja. Haben wir gedreht. Und bei Tom Cruise war das so, dass er sich gemeldet hat und meinte, hör zu, ich brauche für die Kartei der Bösen, brauche ich dein Gesicht. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das denn? Und dann meinte, ja, du musst dich zu Hause vor die Wand stellen und dann... Ja, da, genau. Schau mal. Genau. Da guckt Simon Pegg gerade die Bösewichte an. Mission Impossible. Ja, Mission Impossible, ja, genau. Mission. Und dann habe ich das Foto gemacht und dann hat mich der Regisseur noch angerufen und hat gesagt, so und so wollen wir das, so und solche Lichtverhältnisse. Und dann bin ich aufgetaucht und das Witzige war, ich wusste natürlich nicht, ob sie es benutzen. Und dann kam der Trailer raus und dann haben mich irgendwie Freunde aus Amerika angerufen und meinten so, du bist in Mission Impossible. Und ich so... Nein, mein Foto. Aber war trotzdem schön. Das ist natürlich cool, ja. Das heißt, da gibt es offenbar einen sehr intensiven Kontakt auch dann mit den Leuten, weil du die Leute auch wirklich über Jahre, Jahrzehnte teilweise kennst, ne? Ja, also ich glaube, das kommt dann immer einfach auf so eine Vertrauensbasis auch. Also ich bin ja am Ende jemand, der die Interviews führt. Und ich glaube, die fühlen sich in meiner Gegenwart wohl. Ich bereite mich genauso wie du auch akribisch vor. Also ich gucke die Filme an, ich lese Biografien, ich lese andere Interviews, schaue mir die auch an, einfach weil ich das auch aus Respekt vor dem, was die geleistet haben, schon immer so gemacht habe. Und jetzt in den letzten 20 Jahren habe ich Tom Cruise bestimmt auch schon 20, 25 Mal getroffen oder Brad Pitt oder Will Smith. Und das ist natürlich schön, wenn man dann auch das Feedback bekommt. Brad Pitt, wenn jemand wie Brad Pitt dann plötzlich so in den Schlagzeilen ist, weiß man das dann schon vorher, dass da zu Hause gerade nicht so richtig gut läuft? Nee, das hat mich auch Wolli genommen. Das ist natürlich traurig. Also ich sag mal so, auch ein Hollywood-Star ist nicht vor Eheproblemen gefeit. Klar. Und dass das dann so in den Medien ausgebreitet wird, ist natürlich noch viel schlimmer. Vor allen Dingen, wenn das dann auf den Rücken der Kinder ausgetragen wird. Aber die Details kenne ich am Ende natürlich auch nicht. Aber offenbar das Ganze von sehr viel Respekt getragen. Und wenn man sich das mal so anschaut, das war ja bei dir eigentlich schon ein bisschen in der Kindheit angelegt. Ja? Also dein Vater hat dich immer mitgenommen ins Autokino. Ja, genau. Also mein Vater ist eine absolute Leseratte, also deswegen vergöttert er auch Frau Heidenreich so. Aber er ist auch jemand, der ein großer Cineast ist. Also er schätzt das Kino genauso wie ich. Also es gibt ja unfassbar viele Parallelen. Also zu all den Dingen, über die wir gesprochen haben, gibt es ja auch Filme. Ob das jetzt Pulitzer-Preis ist für Philip Roth und American Pastoral, amerikanisches Idyll, läuft gerade im Kino. Ich habe Buzz Aldrin mal getroffen, der übrigens was ganz Tolles erzählt hat, weil ich mit ihm dann gesprochen habe und meinte so, es gab dort diesen Moment, wo sie innegehalten haben, als sie aus der Raumkapsel ausgestiegen sind, haben sie da irgendwie so alles sacken lassen und sich irgendwie den Mond angeschaut und die Erde mal. Also nee, ich habe in die Hose gepinkelt. Aha. Es war interessant. Ja, genau, vor Aufregung. Wow. Ja, also Comedians, auch politische Dokumentationen. Mhm. Und also ich bin ja in Phoenix geboren, Arizona geboren. Und da gab es halt viele Autokinos, einfach klimatisch bedingt ist das natürlich großartig gewesen. Und es gibt so ein paar Fotos, wo ich immer auf der Motorhaube saß in meinen Windeln und meine Eltern daneben mit einer Decke und gepicknickt. Und das war halt so ein Get-Together. Also das war ja nicht nur ein Film gucken, sondern das war ja ein soziales Event. Die Leute haben sich unterhalten und die Kinder rumgereicht. Und ich saß dann auf irgendeinem anderen Auto und stieg dann hinten. Also es war großartig und das haben wir auch weiter fortgeführt in Hamburg. Ich gehe auch immer noch total gerne mit meinen Geschwistern und meinem Vater ins Kino, auch mit meiner Mutter. Meine Mutter schläft mittlerweile immer sehr häufig ein, aber ist auch völlig okay. Aber wir haben meinem Vater zum 70. Geburtstag auch, haben wir so ein kleines Kino hier in Hamburg gemietet. Meine Brüder und ich, und haben dann so klassisches amerikanisches Essen gehabt und haben zwei seiner absoluten Lieblingsfilme uns angeguckt. Das war großartig. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Kann man das so sagen, wenn man sich so intensiv mit Kino beschäftigt und das auch so liebt? Oh, ich glaube, das ist genauso wie ein gutes Buch. Das ist auch so ein bisschen situativ. Und das ändert sich. Also es gibt so Klassiker, die ich natürlich total schätze. Und es gibt Filme, die mich extrem, weil ich dann entweder früher aus Liebeskummer oder aus großer Freude mir etwas angeguckt habe. Man romantisiert das natürlich auch im Nachhinein. Also es gibt Filme, die mich wirklich umhauen, die zu meinen Top Ten gehören. Es gibt so einen neuseeländischen Film, der heißt Die letzte Kriegerin, über den Kampf einer Frau gegen ihren sehr gewalttätigen Mann. Sie versucht, die Familie zusammenzuhalten. Dann gibt es den Film von Tom Ford mit Colin Firth in der Rolle, den ich einfach Single Man liebe, weil der so unglaublich cineastisch in Szene gesetzt wurde. Wie findest du denn so brutale Filme wie Apokalypse? So zum
zum Beispiel, Mel Gibson, einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ich meine, Passion of the Christ. Ne? Also, ja, ich fand ihn in einem anderen Apokalypto, fand ja. Also das, Apokalypto, so heißt ja, er. Genau, ja, genau. Also der fand ich natürlich beeindruckend. Also ich glaube, das ist ja auch ein Stilmittel. Also ich finde es immer sehr problematisch, wenn jemand in einen Film geht, also ich sage jetzt wie Apokalypto, und dann sagt, mir ist der zu brutal. Man weiß ja im Vorwege, worauf man sich einlässt. Also ich muss ja auch keinen Thriller lesen oder muss nicht in eine Comedy-Show von Luke gehen, wenn ich an dem Abend nicht in der Stimmung bin. Ich hatte meine Freundin in London, als ich da gelebt habe, mit der bin ich in Armageddon gegangen, um das Thema vielleicht so Weltraum anzugehen. Das ist ein Film von Michael Bay mit Bruce Willis. Da weiß man, was auf einen zukommt. Und logisch, die landen auf einem Asteroiden, zersprengen den. Und wir sind rausgegangen. Das Mädchen meinte zu mir, das geht doch alles gar nicht. Da habe ich gedacht, ja super, dass ich mit dir in diesen Film reingegangen bin. Also das macht dann keinen Sinn. Also ich glaube ja auch nicht an Laserschwerter, aber ich finde die Filme trotzdem toll. Und vor allem durch James Bond wissen wir ja, das geht ja doch, das stimmt ja auch alles. Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie... Genau. Ja nicht erfunden. Nein, ich finde, also um deine Frage zu beantworten, also ich glaube, zu meinen All-Time-Classics gehört Star Wars, der erste in New Hope, also Luke Skywalker und Solo, weil das meine Generation geprägt hat. Dann diese ganzen Filme Goonies, weil ich gerne früher Abenteurer geworden wäre. Also das ist ja so eine Gruppe an kleinen Jungs, die auf dem Dachboden eine Schatzkarte finden und dann Piratenschatz entdecken. Aber wie gesagt, eben Letzte Kriegerin, A Single Man, es gibt jetzt im Kino Arrival, kommt jetzt raus, auch wieder etwas über Außerirdische, aber da geht es ja um die Kommunikation. Ein Wahnsinnsfilm mit Amy Adams, Jeremy Renner, da geht es ja nicht um das Thema Invasion, sondern eher Kommunikation, etwas, was uns ja selbst fehlt. Und da geht es eben um die Kommunikation mit Außerirdischen. Oder ich fand, mein Lieblings-Science-Fiction- oder außerirdischen Film ist immer noch Mars Attacks. Dieser alberne Film mit Pierce Brosnan, wo man sich die ganze Zeit fragt, wie wehren wir dieser Invasion der Aliens ab? Und am Ende gelingt es, die Aliens fertig zu machen mit Volksmusik. Das gefällt mir. Ja. Ja, eine schöne, das verstehe ich total. Schöne Idee. Also ich finde es so ganz spannend. Ich finde vor allen Dingen die Geschichte vom Buch zum Film. Also nehmen wir jetzt mal J.K. Rowling zum Beispiel. Der hat ja 450 Millionen Bücher verkauft. Das ist ja unfassbar. Und jetzt gibt es ja gerade diesen neuen Film. Darum dreht sich auch unsere Sendung heute. Das Universum von J.K. Rowling. Mhm. Also Harry Potter und jetzt die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, aus einem Nebenbuch entstanden, das in dieser Harry Potter-Welt auftauchte. Und daraus werden jetzt drei Filme gemacht. Also ich finde, ja genau, da sieht man es. Es gibt jetzt sogar ein Theaterstück auch in London, Harry Potter and the Cursed Child. Also ich finde es immer spannend und vor allen Dingen hat uns Kinder, also mein Vater hat auch ganz viel vorgelesen früher. Ne? Also wir haben Homer, Ilias und die Odyssee waren meine absoluten Lieblingsbücher früher. Also ich glaube, das ist immer ganz toll, weil es die Fantasie anregt und ich finde, das Kino ist einfach auch also wenn wir über schwere Zeiten reden, es ist ja auch so ein Escapism. Ne? Absolut, also man kommt Illusionsmaschine. Eskapismus, genau. Und es klärt auch auf. Ne? Also es gibt so tolle Dokumentation und unsere Boston Kinosendung. Globe und so. Ja, ich meine, also Spotlight. Ne? Ja, also Spotlight. Wenn man jetzt darüber spricht, was da passiert ist, auch in der katholischen Kirche. Ne? Und Boston Globe deckt Film das wirklich auf. Absolut zu empfehlen, ne? Um mal zu verstehen, wie das wirklich alles zusammenhing und was guter Journalismus am Ende auch tatsächlich bewirken kann. Ganz kurze Frage noch zum Schluss, Steven, bevor wir dich dann gleich in London und an anderen Orten sehen. Wer ist dein All-Time-Favorite, wenn du jetzt an diese großen Hollywood-Stars denkst? Ich bewundere die Professionalität von einem Johnny Depp und Will Smith und Tom Cruise. Ich erzähle es immer wieder gerne. Tom Cruise kommt 4 Stunden vor Premierenbeginn auf den roten Teppich und gibt wirklich, und ich sage es immer wieder, jedem Fan, der da wartet, ein Autogramm und macht mit jedem Fan ein Foto. Und der ist seit 30 Jahren Top of the Pops. Ne? Ja. Also, und ich finde es einfach bewundernswert, dass er weiß, woher er kommt und wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. Und den schätze ich sehr, aber auch ein Brad Pitt, finde ich, ist ein ganz toller Gesprächspartner. Aber es gibt, also die ganz Großen sind meistens die entspanntesten. Die entspanntesten. Ja, Harrison Ford auch zum Beispiel. Ja, unfassbar. Super. Netter, entspannter, feiner, älterer Herr. Ja, so. Ich meine, der war Zimmermann früher, ne? Also das ist ja auch in meiner Generation waren das Marlon Brando und James Dean. Ja. So, also die Liste. Frau Heidenreich. Ich sag mal so, die Liste Ihrer Verflossenen wird immer länger heute Abend. Leider sind die nicht dabei, aber geliebt habe ich sie natürlich. Natürlich. Und jetzt dürfen Sie sich gleich noch einen von uns hier aussuchen. Aber das nur am Rande. Nein, macht nur Spaß. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. War ein großes Vergnügen, Sie in meiner Sendung zu haben. Ich würde mich gerne in 6 Monaten oder so mal wieder mit Ihnen unterhalten. Ja, wenn Sie mögen. Auf
hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Tolles Buch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stephen Gethje, den wir gleich im Anschluss sehen. Bei Luke Mogridge, der auf großer Tour 2017 ist. Bei Ulrich Walter, der ein tolles Buch über das schwarze Loch geschrieben hat. Herzlichen Dank. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Herrn von Lucke, der uns heute mal kurz erzählt hat, was auf uns zukommt. Das war sehr, sehr spannend, informativ. Jetzt die Kollegen, jetzt Steven und danach die Kollegen von heute plus. So läuft das. Also, viel Spaß dabei. Dankeschön. Bis morgen. Tschüss. Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Schönen Abend Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, ich will arbeiten bis zum letzten Atemzug. Ich genieße es, wenn mein Terminkalender richtig rappelvoll ist. Sie ahnen es, von wem in dieser Runde hier dieser Satz stammen könnte. Es ist diese Frau, die erst die Metzgersgattin Else Stratmann erfunden hat und dann sich selbst. Geschnitten oder am Stück, das ist die große Frage hinter der Wursttheke. Und nicht nur da, ihr ist jetzt etwas gelungen, von dem ich sagen würde, am Stück super, aber geschnitten auch, so ein kleines Häppchen. Ein wunderbares Buch über das Leben in seiner ganzen Komik und in seiner ganzen Blödheit. Und besonders melancholisch und schön immer da, wenn sie von zu Hause erzählt. Essen, Ruhrgebiet nach dem Krieg. Meine Lieblingsstelle geht so. Meine Mutter war schwerblütig und sparsam. Mein Vater warf das Geld mit vollen Händen raus. Sie hörte gerne Opern. Er dagegen lachte über Leute, die im Stehen sterben und dabei auch noch singen. Herzlich willkommen, Elke Heidenreich. Freue mich sehr. Das ist schön. Im Stehen sterben und dabei auch noch singen. Ja, und noch einer, der wie wenig andere in der Lage ist, das Lebensgefühl einer ganzen Generation zu treffen. In seinem Fall die 90er, seine Generation, über die er sagt, wir sind irgendwie alle beziehungsunfähig und wir tindern uns von morgens bis abends durch die Gegend. Ja. Tindern, das ist ungefähr das, was Elke Heidenreich meint, wenn sie in ihrem Buch an einer Stelle über ihre zahlreichen Verflossenen schreibt. Der schöne junge Mann machte mich sehr glücklich, denn er brachte mir sehr viel über Anatomie bei. Egal, beziehungsunfähig oder nicht, es gibt keinen deutschen Comedy-Star, dem es so schnell gelungen ist, die größten Hallen zu füllen. Zwei wichtige Auszeichnungen hat er schon gekriegt. Den Comedy-Preis, was toll ist, und einen Preis von Emma als Pascha des Monats, was weniger toll ist. Wie er sich den verdient hat, das werden wir ihn fragen. Herzlich willkommen, Luke Mogridge. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Luke. Guter Junge. Ja, und über Kino. Über Kino wollen wir heute reden und zwar mit ihm und ihn fragen, wie das ist, wenn man plötzlich eine SMS von Tom Cruise bekommt, der wissen will, ob man Lust hätte, in seinem nächsten Film als Leiche dabei zu sein. Er ist zwar in Hamburg-Blankenese aufgewachsen, heile Welt nennt er das, mit sehr liberalen Eltern. Und wir stellen uns das jetzt alle so ein bisschen so vor wie bei Karl Lagerfeld, der kurz vorher ganz in der Nähe aufwuchs und das hier mal bei uns in der Sendung so beschrieben hat, mit Erziehung wurde ich nie belästigt. Er vermutlich auch nicht, weshalb er viel Zeit hatte, sich wegzuträumen im Autokino, meistens mit dem Papa. Und insofern war es nur konsequent, dass er denen, die großes Kino machen, sehr, sehr nahe kam. Herzlich willkommen, Stephen Gethje. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Stephen. Ja, und auch bei diesem Mann. Auch bei diesem Mann muss am Anfang dieser ganz, ganz große Traum gewesen sein. Einer, den alle kleinen Jungs so ungefähr mit 5 haben. Wenn ich groß bin, werde ich Busfahrer oder Astronaut. Die meisten werden dann Busfahrer. Er aber wurde tatsächlich Astronaut und flog im Mai 1993 für 10 lange Tage um die Erde. Jetzt würde er gerne zum Mars fliegen und sagt, wer der harten Strahlung da oben erst mit Anfang 60 ausgesetzt ist, hat gute Chancen zu überleben. Ich wäre der perfekte Mars-Astronaut, denn bei mir bricht der Krebs nicht mehr aus. Aber wie würde das ablaufen, Leben auf dem Mars? Ginge das überhaupt? Und was ist mit Aliens? Gibt es die? Und vor allem, wann kommen die? Er sagt, natürlich gibt es die und sie werden kommen. Und wenn sie kommen, dann sollten wir alle ganz weit weg sein. Herzlich willkommen, Ulrich Walter. Freue mich sehr, schön, dass Sie da sind. Ja, und wo wir gerade
Und wo wir gerade über Aliens sprechen, was hat Donald Trump eigentlich vor? Das wollen wir diesen Mann heute fragen. Einen Politikerklärer, der weit über den Tellerrand hinausschaut. Und einer, der uns genau erklären kann, worauf es wirklich ankommt, wenn Angela Merkel zum vierten Mal Kanzlerin werden sollte. Noch nie wurde eine Kanzlerschaft mit so viel Kritik und Häme begleitet. Der die Kanzlerin aber, und auch das unterscheidet sie von der Dünnhäutigkeit eines Donald Trump, mit ungeheurer Souveränität entgegentritt. Er sagt, die Demokratie ist niemals geschenkt, sondern immer gefährdet. Und noch ist es nicht zu spät, das zu begreifen. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Herr von Lucke. Schönen Abend euch allen noch mal gleich zu Beginn. Die Demokratie ist niemals geschenkt, sondern immer gefährdet. Was heißt das? Naja, es heißt vor allem vor dem Hintergrund, Sie haben von einem Alien gesprochen. War nicht böse gemeint, ne? Nicht bevor ich verklagt werde. Donald Trump. Gar nicht persönlich gemeint. Aber insofern trifft der Begriff, als wir völlig im Unklaren sind, was passieren wird. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass in den Vereinigten Staaten einige die These wagen, dass wir es mit einem modernen Faschismus zu tun haben. Ich bin da sehr viel zurückhaltender, weil ich glaube, der Begriff des Faschismus ist ein historisch stark aufgeladener, der eine besondere Beschreibung auch europäischen Zuschnitts transportiert. Aber was da exakt vor zwei Wochen passiert ist, das ist bis heute gar nicht absehbar. Und es macht eines deutlich. Das Phänomen Trump, der Trumpismus, von dem man mittlerweile fast sprechen kann, als eine Bewegung, die ja auch in Teilen Europas längst reüssiert und weiter im Vormarsch ist. Ich will nur daran erinnern, dass in wenigen Tagen in Österreich mit Herrn Hofer ein Mann der FPÖ, einer klar sich zur Demokratie ausgesprochen zwiespältig äußernden Partei, erster Mann im Staate werden könnte, in Frankreich Le Pen in wenigen Monaten. Mhm. Das alles zeigt, dass die Frage, die vielleicht für meine Generation, ich glaube für die Generation von Herrn Modric, eigentlich immer beantwortet zu sein schien, die Demokratie wird uns nicht mehr genommen, eine ist, die sich neu stellt. Und das, glaube ich, macht den Ernst der Lage aus. Es ist nicht mehr sicher, dass die Sorglosigkeit, ich gehe vielleicht noch mehr drauf ein, dieser Generation, die vielleicht noch mehr als meine, 67 geboren ist, in dieser Demokratie wird endlos weiterleben können. Also die Vorstellung, dass mit der Demokratie das Ende der Geschichte erreicht sei, was 1989 die große These war, das scheint mir heute nicht mehr ausgemacht. Und auch das Ende der Kriege und alles das, was wir so als selbstverständlich hinnehmen. So, und Sie haben jetzt gerade mal ganz kurz nur, Sie können das so wunderbar, das große Ganze wirklich umrissen. Und mitten rein, in all das, was da passiert, in Europa, in den USA und so weiter, erklärt Angela Merkel jetzt, ich trete 2017 noch einmal an. Wie haben Sie diese Erklärung, dieses Bekenntnis zu dieser Kandidatur, wie haben Sie das wahrgenommen? Bemerkenswert. Sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn man es sich im O-Ton anhört und auch die Ernsthaftigkeit, die sie an den Tag legte, auch die Ernsthaftigkeit vor dem Hintergrund der Frage, und das war bemerkenswert, als es sie auch persönlich noch mal in den Mittelpunkt stellte, aber nicht an erster Stelle, sondern klar die These auf.